Die Geralt und Ciri Saga. Staffel 3, Folge 11. Zeit der Verachtung. Als Feuer an den Scheiterhaufen der Verbrecherin gelegt ward und die Flammen sie erfassten, hub selbige an, die auf dem Platze versammelten Ritter, Barone, Zauberer und Ratsherren mit so grässlichen Worten zu überschütten, dass Entsetzen sie alle erfasste. Wenngleich man zuvor nur nasse Scheiter auf den Haufen gelegt hatte, damit die Teufelin nicht zu geschwinde stürbe und den Feuertod zur Gänze erführe, ward nun befohlen, schleunigst trockenes Holz nachzulegen und die Hinrichtung zu Ende zu bringen. Doch es saß wahrlich ein Dämon in jener Verfluchten, denn wiewohl sie schon tüchtig zischte, gab sie keinen Schmerzenslaut von sich, sondern stieß noch grässlichere Flüche aus. »Es wird ein Rächer aus meinem Blute geboren werden«, schrie sie laut. »Aus dem geschändeten älteren Blute wird er wiedergeboren werden, der die Völker und die Welten vernichtet. Er wird meine Qual rächen. Tod. Tod und Rache euch allen und euren Kindeskindern.« Nur so viel vermochte sie zu schreien, ehe dass sie verbrannte. Also starb Falka. Solche Strafe erlitt sie für das vergossene, unschuldige Blut. Roderick de Novembre, Weltgeschichte, Band 2. Schaut sie euch an. Von der Sonne verbrannt, verletzt, ausgedörrt. Trinkt immerzu wie ein Schwamm und ist ausgehungert, dass es zum Fürchten ist. Ich sag euch, die ist von Osten gekommen. Ist durch Korat gekommen. Durch die Bratpfanne. Du spinnst. In der Bratpfanne bleibt niemand am Leben. Sie ist von Westen gekommen. Von den Bergen her. Im Bett des verlorenen Flusses. Ist gerade mal in den Rand von Korat vorgedrungen, und das hat schon gereicht. Wie wir sie gefunden haben, war sie schon gefallen, lag bewusstlos da.
Im Westen zieht sich die Wüste auch meilenweit hin. Wo ist sie daher gekommen? Sie ist geritten. Wer weiß von wie weit her. In ihrer Nähe waren Hufspuren. Ihr Pferd muss sie im verlorenen Fluss abgeworfen haben. Darum ist sie so zerschlagen. Voll blauen Flecken. Wieso ist sie für Nilfgaard derart wichtig, frage ich mich. Wie uns der Präfekt auf die Suche geschickt hat, dachte ich, irgendeine wichtige Adlige ist verloren gegangen. Aber die? Ein gewöhnlicher Schmutzfink. Der erstbeste Abschaum. Noch dazu rundum stumm. Ich weiß wirklich nicht, Flanner, ob wir die richtige gefunden haben. Sie ist es. Aber gewöhnlich ist die nicht. Eine gewöhnliche hätten wir tot vorgefunden. Viel hat nicht gefehlt. Der Regen muss sie gerettet haben. Verdammt, die ältesten Leute erinnern sich an keinen Regen in der Bratpfanne. Die Wolken machen um Korath immer einen Bogen. Sogar wenn es in den Tälern regnet, fällt dort kein einziger Tropfen. Schaut sie euch an, wie sie futtert. Als ob sie eine Woche lang nichts zu beißen gekriegt hätte. Hey, du Schlampe! Schmeckt dir der Speck? Das Trockenbrot? Musst auf Elfisch fragen. Oder auf Nilfgaardisch. Gewöhnliche Menschensprache versteht die nicht. Das ist irgend so ein Elfendreck. Eine Schwachsinnige. Unterentwickelt. Wie ich sie heute früh aufs Pferd gesetzt habe, saß sie da wie eine Holzpuppe. Ihr habt keine Augen im Kopf. Was seid ihr denn für Greifer, wenn ihr sie noch nicht durchschaut habt? Die ist weder dumm noch unvernünftig. Sie tut bloß so. Das ist ein seltsamer und schlauer Vogel. Und wieso ist sie so wichtig für Nilfgaard? Eine Belohnung haben sie versprochen. Alle Patrouillen losgeschickt. Wieso? Das weiß ich nicht. Aber wenn man sie richtig fragen wird... Mit der Peitsche auf dem Buckel fragen. Ha! Habt ihr gemerkt, wie sie mich angeschaut hat? Die versteht alles. Hört genau hin. Hey Mädel! Ich bin Flanner. Ein Fährtensucher. Greifer genannt. Und das hier... Schau's dir an. Ist eine Peitsche. Prügel genannt. Ist dir deine Haut auf dem Buckel lieb? Dann red jetzt gleich... Genug! Schweigen! Der laute, scharfe, keinen Widerspruch duldende Befehl kam vom anderen Lagerfeuer, an dem der Ritter mit seinem Knappen saß. Langweilt ihr euch, Greifer? Dann marsch an die Arbeit! Pferde in Ordnung bringen! Meine Rüstung und Waffen putzen. In den Wald Holz holen. Und das Mädchen nicht anrühren. Habt ihr verstanden, Kerle? Jawohl, edler Herr Svers. Flanners Kameraden senkten die Köpfe. An die Arbeit! Ausführung! Mit diesem Scheißkerl sind wir gestraft. Dass uns der Präfekt auch ausgerechnet den vor die Nase gesetzt hat. Den beschissenen Ritter. Tut sich wichtig. Dabei waren wir's. Die Greifer, die das Mädel gefunden haben. War unser Riecher, dass wir ins Bett des verlorenen Flusses geritten sind. Stimmt. Unser Verdienst. Aber die Belohnung wird der hohe Herr kassieren. Uns ein paar Groschen abgeben. Und Florin hinwerfen. Da, hast du, Greifer. Bedank dich für die herrschaftliche Gnade. Halt das Maul, sonst hört er's noch. Ciri blieb allein beim Feuer. Der Ritter und der Knappe betrachteten sie forschenden Blickes, sagten aber nichts. Der Ritter war ein älterer, aber kräftiger Mann mit einem strengen, von Narben gezeichneten Gesicht. Beim Ritt trug er auf dem Kopf immer einen Helm mit Vogelschwingen. Doch das waren nicht die Schwingen, die Ciri in ihren Albträumen
und später auf der Insel Tanet gesehen hatte. Das war nicht der schwarze Ritter von Zintra. Doch es war ein Nilfgaarder Ritter. Wenn er Befehle erteilte, sprach er die Gemeinsprache flüssig, aber mit ausgeprägtem Akzent, ähnlich dem Akzent der ältesten Elfen. Mit seinem Knappen hingegen, einem jungen Mann, wenig älter als Ciri, unterhielt er sich in einer Sprache, die der älteren Rede ähnelte, aber weniger melodiös war, härter. Das musste Nilfgaardisch sein. Ciri, die die ältere Rede gut kannte, verstand die meisten Wörter. Doch sie ließ es sich nicht anmerken. Am ersten Lagerplatz, am Rande der Wüste, die die Bratpfanne oder Korat genannt wurde, hatten der Nilfgaarder Ritter und sein Knappe sie mit Fragen überschüttet. Damals hatte sie nicht geantwortet, weil sie gleichgültig und betäubt war, nur halb bei Bewusstsein. Nach ein paar Tagen, als sie aus den Felsschluchten in grüne Täler hinabgeritten waren, war Ciri zu sich gekommen, hatte endlich begonnen, die Welt ringsum wahrzunehmen und träge zu reagieren. Doch sie antwortete weiterhin nicht auf Fragen. Also hörte der Ritter auf, sie überhaupt anzusprechen. Er schien sie nicht zu beachten. Mit ihr befassten sich nur die Kerle, die sich Greifer nennen ließen. Die versuchten sie ebenfalls auszufragen. Sie waren aggressiv. Doch der Nilfgaarder mit dem Flügelhelm rief sie rasch zur Ordnung. Es war klar und offensichtlich, wer hier Herr war und wer Knecht. Ciri spielte die beschränkte Stumme, spitzte aber aufmerksam die Ohren. Nach und nach begann sie ihre Lage zu verstehen. Sie war Nilfgaard in die Hände gefallen. Nilfgaard hatte sie gesucht und gefunden. Zweifellos, indem man die Route verfolgt hatte, auf die sie der chaotische Teleport vom Tor Lara geschickt hatte. Was Yennefer nicht gelungen war, und Geralt auch nicht, war dem geflügelten Ritter und den Greifer genannten Fährtensuchern geglückt. Was war auf Tanet aus Yennefer und Geralt geworden? Wo befand sie sich selbst? Sie hatte die schlimmsten Befürchtungen. Die Greifer und ihr Anführer Flenner sprachen eine simple, schlampige Version der Gemeinsprache, aber ohne Nilfgaarder Akzent. Die Greifer waren gewöhnliche Leute, doch sie dienten einem Ritter aus Nilfgaard. Die Greifer freuten sich beim Gedanken an eine Belohnung, die ihr der Präfekt für das Auffinden von Ciri zahlen würde. In Floren. Die einzige Weltgegend, wo die gültige Währung der Floren war und die Leute den Nilfgaardern dienten, waren die von kaiserlichen Präfekten regierten Provinzen, weit im Süden. Tags darauf, als sie am Ufer eines Flusslaufes Halt machten, begann Ciri über die Möglichkeit einer Flucht nachzudenken. Magie konnte ihr dabei behilflich sein. Vorsichtig versuchte sie einen ganz einfachen Spruch, eine geringfügige Telekinese. Doch ihre Befürchtungen bestätigten sich. Sie hatte nicht den kleinsten Funken magischer Energie in sich.
Nach dem unvernünftigen Spiel mit dem Feuer hatten die magischen Fähigkeiten sie vollständig verlassen. Wieder wurde sie gleichgültig allem gegenüber. Sie verschloss sich in sich selbst und versank in Apathie für lange Zeit. Bis zu dem Tag, als ihnen auf der Straße durchs Heidekraut der blaue Ritter begegnete. Oh, das gibt Ärger. Das sind die Van Hagens aus Fort Zada. Die Berittenen, die ihnen den Weg versperrten, kamen näher. An der Spitze ritt auf einem mächtigen Schimmel ein Riese in einer schmelzüberzogenen, blau schimmernden Rüstung. Direkt hinter ihm hielt sich ein zweiter Gepanzerter. Dahinter folgten zwei Reiter in einfacher graubrauner Kleidung, zweifellos Knechte. Der Nilfgaarder mit dem Flügelhelm ritt ihnen entgegen, hielt seinen tänzelnden Braunen zurück. Sein Knappe befingerte den Schwertgriff, drehte sich im Sattel zu Flenner und seinen Greifern um. Hinten bleiben und auf das Mädchen aufpassen! Nicht einmischen! Der Knappe entfernte sich. Ich bin doch nicht blöd. Nicht so blöd, mich in die Streitereien der Herren aus Nilfgaard einzumischen. Wird's einen Kampf geben, Flenner? Unbedingt. Zwischen den Zwers und den Van Hagens besteht Familienfeindschaft und Blutrache. Von den Pferden. Passt auf das Mädel auf, denn um die geht's für uns. Wenn wir Glück haben, kriegen wir die ganze Belohnung für sie. Die Van Hagens suchen das Mädchen bestimmt auch. Wenn sie gewinnen, nehmen sie uns weg. Wir sind zu viert. Zu fünft. Einer von den Knechten aus Zada ist ein Verwandter von mir. Ihr werdet sehen, bei dem Kampf sind wir am Gewinn, nicht die Herren Ritter. Der Ritter in der blauen Rüstung zog die Zügel des Schimmels an. Der Geflügelte hielt ihm gegenüber. Der Gefährte des Blauen schloss auf, blieb hinter ihm. Sein sonderbarer Helm war mit zwei Lederbändern verziert, die vom Visier herabhingen und wie zwei große Schnurrbartenden oder Robbenhauer aussahen. Quer über dem Sattel hielt Zweihauer eine bedrohlich aussehende Waffe, die ein wenig an den Sponton erinnerte, wie ihn die Gardisten auf Zintra trugen, aber einen wesentlich kürzeren Schaft und eine längere Eisenspitze hatte. Der Blaue und der Geflügelte wechselten ein paar Worte. Ciri hörte nicht welche, doch der Ton beider Ritter ließ keinen Zweifel aufkommen. Es waren keine freundlichen Worte. Der Blaue richtete sich plötzlich im Sattel auf, zeigte mit einer heftigen Bewegung auf Ciri, sagte laut und zornig etwas. Der Geflügelte schrie eine ebenso zornige Antwort, fuchtelte mit der Hand im Panzerhandschuh und bedeutete den Blauen unmissverständlich, sich davonzuscheren. Und da ging es los. Der Blaue gab dem Schimmel die Sporen und preschte vorwärts, wobei er eine Axt aus der Halterung am Sattel riss. Der Geflügelte trieb den Braunen voran und zog das Schwert aus der Scheide. Doch ehe die gepanzerten Hans gemein werden konnten, griff Zweihauer an, der mit dem Schaft des Spontons das Pferd zum Galopp trieb. Der Knappe des Geflügelten sprang ihn an und zog dabei das Schwert. Doch Zweihauer stand in den Steigbügeln auf
und stieß ihm den Sponton geradewegs in die Brust. Der Knappe stürzte vom Pferd, beide Hände um den Schaft der Waffe geklammert, die ihm bis zum Stichblatt in der Brust steckte. Der Blaue und der Geflügelte prallten aufeinander. Die Axt war bedrohlicher, das Schwert aber schneller. Der Blaue bekam einen Hieb gegen die Schulter. Ein Stück der emaillierten Halsberge flog wirbelnd und mit wehendem Riemen zur Seite. Der Reiter wankte im Sattel. Auf der blauen Rüstung erschienen karminrote Rinnsale. Der Galopp trennte die Kämpfer. Der geflügelte Nilfgaarder wendete den Braunen. Da aber fiel ihn Zweihauer an. Das Schwert mit beiden Händen zum Schlag erhoben. Der Geflügelte riss an den Zügeln. Zweihauer, der das Pferd nur mit den Füßen lenkte, preschte vorbei. Der Geflügelte konnte ihm jedoch en passant einen Hieb versetzen. Ciri sah, wie das Schulterstück eingedrückt wurde und unter dem Blech Blut hervorquoll. Der Blaue kam schon zurück, fuchtelte mit der Axt. Beide Gepanzerte tauschten im Vorüberreiten dumpfe Schläge aus, trennten sich. Über den Geflügelten fiel abermals Zweihauer her. Die Pferde prallten zusammen, die Schwerter klirrten. Zweihauer hieb dem Geflügelten Armschiene und Schild entzwei. Der Geflügelte richtete sich auf und führte von rechts einen mächtigen Schlag gegen die Seite des Brustpanzers. Zweihauer wankte im Sattel. Der Geflügelte stellte sich in den Steigbügeln auf und schlug mit Wucht ein zweites Mal zu, zwischen die zerschlagene, schon eingedrückte Halsberge und den Helm. Die Klinge des breiten Schwertes blieb stecken. Zweihauer spannte sich und begann zu zittern. Die Pferde stießen aufeinander, stampften und bissen nach den Zügeln. Der Geflügelte stützte sich auf den Sattelbogen, riss das Schwert heraus. Zweihauer kippte aus dem Sattel und stürzte unter die Hufe. Die Hufeisen dröhnten auf dem zerdrückten Panzer. Der Blaue wendete den Schimmel, griff mit erhobener Axt an. Er hatte Mühe, das Pferd mit der verwundeten Hand zu lenken. Der Geflügelte bemerkte das, näherte sich ihm geschickt von rechts, richtete sich zu einem schrecklichen Hieb in den Steigbügeln auf. Der Blaue fing den Schlag mit der Axt ab und schlug dem Geflügelten das Schwert aus der Hand. Wieder prallten die Pferde zusammen. Der Blaue war ein wahrer Kraftmensch. Die schwere Axt in seiner Hand hob und senkte sich wie ein Grashalm. Auf den Panzer des Geflügelten fiel krachend ein Hieb, der dem Braunen die Hinterbeine einknicken ließ. Der Geflügelte wankte, hielt sich aber im Sattel. Ehe die Axt ein zweites Mal herabsausen konnte, ließ er die Zügel los, riss mit einer kreisenden Armbewegung den am Schwertriemen hängenden, schweren, kantigen Streitkolben heraus und versetzte dem Blauen im selben Schwung eines auf den Helm. Jetzt war es der Blaue, der im Sattel wankte. Die Pferde versuchten einander zu beißen und wollten sich nicht trennen. Der Blaue, von dem Schlag des Streitkolbens benommen, vermochte trotzdem mit der Axt zuzuschlagen und traf den Gegner mit dumpfem Schlag auf dem Brustpanzer. Dass beide sich noch im Sattel hielten, schien ein wahres Wunder zu sein, war aber einfach den hohen Sattelbögen zu danken. Über die Flanken beider Pferde floss Blut, was auf dem hellen Fell des Schimmels besonders deutlich zu sehen war. Ciri schaute entsetzt zu. In Kaer Morhen hatte man sie zu kämpfen gelehrt, doch sie konnte sich nicht vorstellen, wie sie solch einem Kraftmenschen die Stirn bieten könnte und auch nur einen dieser mächtigen Hiebe parieren.
Der Blaue fasste den Stiel der Axt, die er tief in den Brustpanzer des Geflügelten gehauen hatte, mit beiden Händen, krümmte sich und stemmte sich in die Steigbügel, versuchte den Gegner aus dem Sattel zu stoßen. Der Geflügelte hieb schwungvoll mit dem Streitkolben auf ihn ein. Einmal, zweimal, dreimal. Blut rann unter der Helmstirn hervor, spritzte auf die blaue Rüstung und auf den Hals des Schimmels. Der Geflügelte gab dem Braunen die Sporen. Der Satz des Pferdes riss die Axtschneide aus seinem Brustpanzer. Der Blaue, im Sattel wankend, ließ den Stiel los. Der Geflügelte nahm den Streitkolben in die rechte Hand, schoss vor, beugte mit einem schrecklichen Hieb den Kopf des Blauen zum Pferdehals hinunter. Er packte die Zügel des Schimmels mit der freien Hand und hieb mit dem Streitkolben drauf los. Blut rann unter dem verbeulten Helm hervor. Noch ein Schlag und der Blaue stürzte Kopf voran unter die Hufe des Schimmels. Der Schimmel trat zurück, doch der Braune des Geflügelten, offensichtlich darauf trainiert, trat krachend auf den Liegenden. Mit solcher Wucht, dass sich der verwundete Geflügelte nicht im Sattel halten konnte und seitlich herunterfiel. Der Greifer, der Ciri festhielt, schüttelte den Kopf. Hä? Haben einer den anderen abgemurkst, verflucht? Die Herren Ritter, dass sie die Pest hol. Die Knechte des Blauen hatten von weitem zugeschaut. Einer wendete sein Pferd. Halt, Remis! Wo willst du hin? Nach Sarda? Möglichst schnell an den Galgen? Die Knechte hielten an. Einer schaute her, die Augen mit der Hand abgeschirmt. Bist du das, Flenner? Ich bin's. Komm her, Remis. Hab keine Angst. Die Händel der Ritter gehen uns nichts an. Ciri hatte plötzlich genug von der Gleichgültigkeit. Geschickt entwand sie sich dem Greifer, der sie festhielt, lief los, erreichte den Schimmel des blauen Ritters, war mit einem Satz im Sattel mit dem hohen Sattelbogen. Es wäre ihr vielleicht gelungen, wären nicht die Knechte aus Sarda zu Pferde und die Pferde ausgeruht gewesen. Sie erreichten sie ohne Mühe, rissen ihr die Zügel aus den Händen. Sie sprang ab und lief zum Wald hin. Doch wieder holten die Berittenen sie ein. Einer packte sie in voller Geschwindigkeit bei den Haaren, zog sie hinter sich her. Ciri klammerte sich an seiner Hand fest. Der Reiter warf sie Flenner direkt vor die Füße. Die Peitsche pfiff. Ciri krümmte sich zusammen, bedeckte den Kopf mit den Händen. Die Peitsche pfiff erneut und traf sie auf die Hände. Sie warf sich zur Seite, doch Flenner sprang ihr nach, gab ihr einen Fußtritt. Dann trat er ihr mit dem Stiefel ins Kreuz. Wolltest weglaufen, Schlange? Ja! Du redest ja, Miststück. Ist dir die Schnauze aufgegangen? Gleich werd ich dir... Wer sind dich, Flenner? Willst du das Leben aus ihr rausprügeln, oder was? Sie ist zu viel wert, um sie zu vergeuden. Remis stieg vom Pferd ab. Donnerwetter! Ist das etwa die, die Nilfgaard seit einer Woche sucht? Ja. Ha! Alle Garnisonen suchen sie.
Das ist irgendeine Person, die für Nilfgaard wichtig ist. Irgend so ein Magier soll geweissagt haben, dass sie hier in der Gegend sein muss. Das haben sie in Sada gesagt. Wo habt ihr sie gefunden? In der Bratpfanne. Unmöglich. Doch, doch. Wir haben sie. Und uns gehört die Belohnung. Was steht ihr da wie angewurzelt? Fesselt mir dieses Vögelchen und in den Sattel mit dir. Wir verschwinden hier, Jungs. Dalli! Der edle Herr Sveas scheint noch zu atmen. Lange macht er das nicht mehr. Zum Kuckuck mit ihm. Wir reiten direkt nach Amarillo, Jungs. Zum Präfekten. Wir lassen ihm das Mädel da und sacken die Belohnung ein. Nach Amarillo? Da blüht uns doch der Henker. Was willst du dem Präfekten sagen? Die Ritter sind erschlagen, aber ihr seid heil? Wenn die ganze Sache rauskommt, lässt euch der Präfekt aufhängen. Und uns schickt er postwendend nach Sada. Und dann ziehen uns die Van Hagens die Haut ab. Mag sein, euer Weg führt nach Amarillo. Aber ich sollte lieber in den Wäldern verschwinden. Du bist mein Schwager, Remis. Und obwohl du ein Hundesohn bist, weil du meine Schwester verprügelt hast, gehörst du doch zur Verwandtschaft. Darum werde ich deine Haut retten. Wir reiten nach Amarillo, sag ich. Der Präfekt weiß, dass zwischen den Sveas und den Van Hagens Fehde herrscht. Sie haben sich getroffen, sich gegenseitig totgeschlagen. Das kommt bei denen alle naslang vor. Was konnten wir machen? Und das Mädel, merkt euch das, haben wir danach gefunden. Wir, die Greifer. Du bist von jetzt an auch ein Greifer, Remis. Der Präfekt weiß einen Dreck, wie viele von uns mit Sveas geritten sind. Er wird nicht nachzählen. Hast du nicht vielleicht was vergessen, Flenner? Remis richtete den Blick auf den anderen Knecht aus Sada. Flenner drehte sich langsam um, worauf er blitzschnell ein Messer zog und es dem Knecht in den Hals stieß. Ich vergesse nie was. Na, und jetzt sind wir unter uns. Es gibt keine Zeugen. Und zu viele Köpfe beim Teilen der Belohnung sind wir auch nicht. Aufs Pferd, Jungs. Nach Amarillo. Wir haben noch ein gutes Stück Weg zwischen uns und der Belohnung. Da gibt's nichts zu trödeln. Als sie aus dem dunklen und feuchten Buchenwald herausritten, erblickten sie am Fuße des Berges ein Dorf. Ein gutes Dutzend Dächer, umringt von einer niedrigen Palisade, die eine Schleife des Flüsschens abgrenzte. Der Wind trug den Geruch von Rauch heran. Ciri bewegte die erstarrten Finger ihrer Hände, die mit einem Riemen am Sattelbogen festgebunden waren. Sie war ganz steif geworden. Die Hinterbacken schmerzten unerträglich. Der Druck in der Blase quälte sie. Sie saß seit Sonnenaufgang im Sattel. Nachts hatte sie sich nicht entleeren können, denn man hatte ihr befohlen zu schlafen, während ihre Hände an den Handgelenken der zu beiden Seiten liegenden Greifer festgebunden waren. Auf jede ihrer Bewegungen hatten die Greifer mit Flüchen reagiert und mit der Androhung von Schlägen. Eine Ansiedlung. Sehe ich. Sie ritten den Berg hinab. Bald befanden sie sich auf einer zerfurchten Straße, die geradewegs zu dem Dorf führte, zu der Holzbrücke und dem Tor in der Palisade. Flenner zügelte das Pferd, stellte sich in den Steigbügeln auf. Was ist denn das für ein Dorf? Ich war hier noch nie. Remis, kennst du die Gegend? Früher hieß dieses Dorf Weißenbach. Aber als der Kuddelmuddel anfing, haben sich ein paar von den Hiesigen den Aufständischen angeschlossen.
Da haben die Van Hagens es abgefackelt, die Leute niedergemacht oder in die Sklaverei getrieben. Jetzt leben hier nur Nilfgaarder Siedler, Neuankömmlinge. Und das Dorf haben sie in Glüsven umbenannt. Die Siedler sind üble, verbiesterte Leute. Ich sag euch, wir sollten uns hier nicht aufhalten, sondern weiterreiten. Die Pferde müssen sich ausruhen und gefüttert werden. Und bei mir ist im Bauch auch gähnende Leere. Neusiedler oder nicht, die können uns mal. Wir wedeln ihn mit dem Befehl des Präfekten vor der Nase rum. Der Präfekt ist auch ein Nilfgaarder, genau wie die. Ihr werdet sehen, die machen einen Bückling. Du hast mir gerade Nilfgaarder gesehen, die einen Bückling machen. Remis, gibt's in diesem Glüsven denn eine Schenke? Ja, die Schenke haben die Van Hagens nicht abgebrannt. Flanner wandte sich im Sattel um, schaute Ciri an. Die muss losgebunden werden. Das fehlte noch, dass jemand sie erkennt. Gib dir den Mantel und die Kapuze in die Stirn. Hey da! Wohin, Aschenbrödel? Ich muss ins Gebüsch! Dir werd ich Gebüsch geben, Nutte! Hock dich am Straßenrand hin! Und denk dran, im Dorf kein Sterbenswörtchen. Glaub nicht, dass du schlau bist. Wenn du dich nur muckst, schneid ich dir die Kehle durch. Wenn ich für dich keine Floren krieg, kriegt sie niemand. Hinter der Palisade hervor tauchten sofort die Gestalten von Siedlern auf, die mit Spießen bewaffnet waren. Am Tor steht eine Wache. Ich frag mich, warum. Ich auch. Das Tor bewachen sie. Aber auf der Seite der Mühle ist die Palisade eingefallen. Da kann man mit einem Wagen reinfahren. Seid gegrüßt, Hausherrn. Schönen Tag auch. Wer seid ihr? Wir, Gevatter, sind vom Heer. Im Dienst seiner Exzellenz des Herrn Präfekten von Amarillo. Der Siedler fuhr mit der Hand über das Holz des Spießes, musterte Flanner unter gesenkten Brauen hervor. Er konnte sich zweifellos nicht entsinnen, bei welcher Taufe er der Gevatter des Greifers geworden sein sollte. Der edle Herr Präfekt hat uns hergeschickt, dass wir herausfinden, wie es seinen Landsleuten geht. Den guten Leuten von Glüsven. Seine Exzellenz schickt Grüße und lässt fragen, ob die Leute von Glüsven nicht vielleicht irgendwie Hilfe brauchen. Wir kommen schon zurecht. Sind gewohnt, selber zurechtzukommen. Das wird den Herrn Präfekten freuen, wenn wir ihm das sagen. Hat die Schenke auf? Uns sind die Kehlen ausgetrocknet. Hat auf. Vorerst noch. Vorerst? Vorerst. Weil wir diese Schenke demnächst zerlegen. Die Balken und Bretter eignen sich für eine Scheune. Die Schenke ist zu nichts Nütze. Wir arbeiten im Schweiße unseres Angesichts und gehen nicht in die Schenke. Die Schenke zieht bloß Zugereiste an, größtenteils solche, die uns nicht passen. Jetzt sitzen da auch solche. Wer? Nicht zufällig aus dem Vorsader? Nicht die edlen Herrn Van Hagen? Nein, leider nicht. Es ist die Miliz der Herren Barone, die Nisire. Die Nisire? Und wo kommen sie her? Unter wessen Kommando? Der Anführer ist so ein großer Schwarzer, mit einem Schnurrbart wie ein Wels. Ha! Das sieht gut aus. Da kennen wir nur einen, was? Das kann doch nur unser Freund Werk da kannst du glauben sein. Erinnert ihr euch an den? Und was, Gevatter, machen die Nisire hier bei euch? Die Herren Nisire wollen nach Tyfia.
haben uns mit ihrem Besuch beehrt. Sie haben einen Gefangenen dabei. Einen von der Rattenbande haben sie gefangen genommen. Na sowas. Und den Kaiser von Nilfgaard haben sie nicht gefangen genommen? Reitet zur Schenke, ihr Herren Krieger. Und redet mit den Herren Isiren, euren Freunden. Ihr steht ja im Dienste des Präfekts. Fragt also die Herren Isire, wieso sie den Banditen nach Tyfia bringen, statt ihn mit Ochsen auf den Pfahl zu ziehen, wie's der Herr Präfekt befohlen hat. Und erinnert die Herren Isire, eure Freunde, dran, dass hier der Präfekt das Sagen hat, nicht der Baron aus Tyfia. Wir haben schon die Ochsen im Joch und einen Pfahl angespitzt. Wenn die Herren Isire nicht wollen, machen wir, was notwendig ist. Sagt ihnen das. Sag ich unbedingt. Macht's gut, Leutchen. Das Dorf wirkte wie ausgestorben. Sie sahen keine Menschenseele. Bei einem von den Zäunen wühlte ein abgemagertes Schwein in der Erde. Im Morast strampelten schmutzige Enten. Den Reitern lief ein großer, schwarzer Kater über den Weg. Remis formte mit den Fingern ein Zeichen gegen das Unglück. Toi, toi, toi! Das Katzenvieh! Ist uns über den Weg gelaufen, das Mistvieh! Dass ihm die Maus im Halse stecken bleibt. Was ist? Ein Kater! Schwarz wie Pech! Ist über den Weg gelaufen! Toi, toi, toi! Zum Kuckuck mit ihm! Guckt nur, was für eine Leere. Aber ich hab durch die Fenster gesehen, dass die Leute in den Hütten sitzen. Aufpassen. Und dort hinter der Tür hervor habe ich eine Lanze blinken sehen. Die bewachen ihre Weiber. Die Nisire sind im Dorf. Habt ihr gehört, was der Bauer gesagt hat? Man merkte, dass er die Nisire nicht leiden kann. Kein Wunder. Kannst du glauben, und seine Leute lassen keine Bäuerin aus. Na, irgendwann werden sie es übertreiben, die Herren Nisire. Die Barone nennen sie Ordnungshüter, bezahlen sie dafür, dass sie Ordnung halten, die Straßen bewachen. Aber du brauchst bloß einem Bauern Nisir ins Ohr zu rufen. Du wirst sehen, der scheißt dich ein vor Angst. Aber nur vorläufig. Vorläufig. Sie werden noch ein Kalb schlachten, noch ein Mädel durchbumsen. Und die Bauern werden sie auf die Mistgabel nehmen. Werdet sehen. Habt ihr die am Tor beobachtet? Was die für Fressen gezogen haben? Das sind Nilfgaarder Siedler. Mit denen ist nicht zu spaßen. Ha! Da ist ja die Schenke. Die Schenke hatte ein leicht eingesacktes, stark bemoostes Dach. Sie stand in einigem Abstand von den Hütten und den Wirtschaftsgebäuden, markierte jedoch das Zentrum, den Mittelpunkt des ganzen von der halb zerfallenen Palisade eingegrenzten Gebietes, die Kreuzung der beiden durch das Dorf verlaufenden Straßen. Im Schatten des einzigen großen Baumes weit und breit lag ein Viehhof, und getrennt davon ein Gehege für Pferde. In letzterem standen 5 oder 6 noch gesattelte Tiere. Auf der Treppe vor der Tür saßen 2 Typen in Lederjacken und spitzen Pelzmützen. Beide drückten tönerne Humpen an die Brust, und zwischen ihnen stand eine Schüssel voll abgenagter Knochen. Was seid ihr für welche? Was wollt ihr hier? Verschwendet! Die Schenke ist im Namen des Gesetzes belegt.
Schrei nicht, Nisir, schrei nicht. Und mach die Türen recht weit auf, weil wir rein wollen. Dein Kommandeur, Werkta, ist ein Bekannter von mir. Ich kenne euch nicht. Weil du ein grüner Junge bist. Aber ich hab mit Kanste Glauben schon zusammen gedient, ehe das hier Nilfgaard geworden ist. Na, wenn das so ist, geht rein. Mir soll's recht sein. Flenna zog Ciri vom Sattel und stieß sie vorwärts. Ein anderer Greifer hielt sie am Kragen gepackt. Drinnen war es schummrig und stickig. Es roch nach Rauch und Braten. Die Schenke war fast leer. Es war nur einer der Tische besetzt, der in dem Fleckchen Licht stand, welches durch ein kleines Fenster aus Fischblasen hereinfiel. Am Tisch saßen ein paar Männer. In der Tiefe der Schenke, am Herdfeuer, machte sich der Wirt zu schaffen. Salut, meine Herren Isire! Kein Salut für jede Brut! Einer aus der am Fenster sitzenden Gesellschaft spuckte auf den Fußboden. Ein anderer hielt ihn mit einer Handbewegung zurück. Sachte, das sind welche von uns. Erkennst du sie nicht? Flenna und seine Greifer. Grüß euch, grüß euch. Flenna grinste freudig und wollte zum Tisch gehen, hielt aber inne, als er sah, wie seine Kameraden den Pfosten anstarrten, der einen Deckenbalken hielt. Bei dem Pfosten saß auf einem Schemel ein schmaler, blonder Bursche von vielleicht 18, 19 Jahren. Sonderbar angespannt und gerade. Ciri bemerkte, dass die unnatürliche Haltung daher rührte, dass die Arme des Burschen nach hinten verdreht und die Hände zusammengebunden waren, den Hals aber ein am Pfosten befestigter Riemen hielt. Ich denk, mich tritt ein Pferd. Schau nur, Flenna, das ist doch Kaylei. Kaylei? Die Ratte Kaylei? Das kann nicht sein. Einer von den am Tisch sitzenden Nisiren, ein dicker Kerl mit so einem malerischen Schopf gekämmten Haaren, lachte kehlig. Es kann! Das ist Kaylei, in eigener lausiger Person. Es hat sich gelohnt, früh aufzustehen. Für den kriegen wir bestimmt eine halbe Handvoll Florin in guter kaiserlicher Währung. Ihr habt Kaylei geschnappt. Na sowas. Also hat der Nilfgaarder Bauer die Wahrheit gesagt. 30 Florin, verdammt! Nicht zu verachten. Baron Lutz von Tyfia bezahlt die? Ein anderer Nisir mit schwarzem Haar und schwarzem Schnurrbart nickte. Stimmt. Der gnädige Baron Lutz von Tyfia. Unser Herr und Wohltäter. Die Ratten haben einen seiner Räte auf der Landstraße ausgeraubt. Da kochte er vor Wut und hat eine Belohnung ausgesetzt. Und wir, Flenna, werden diese Belohnung kriegen. Kannst du glauben? Seht bloß, Jungs, was er für einen Flunsch zieht. Das schmeckt ihm nicht, dass wir die Ratte gefasst haben und nicht er. Obwohl der Präfekt auch ihm befohlen hat, die Bande aufzuspüren. Der Dicke mit dem Haarschopf zeigte mit dem Löffel auf Ciri. Der Greifer Flenna hat trotzdem was gegriffen. Siehst du, Werkta? Irgend so ein Mädchen. Seh ich. Was denn, Flenna? Bist du so arm dran, dass du Kinder raubst fürs Lösegeld? Was ist denn das für ein Schmutzfink? Das geht dich gar nichts an. Wieso denn gleich so heftig? Wir wollen uns doch bloß vergewissern, dass das nicht deine Tochter ist. Seine Tochter? Woher denn? Um eine Tochter zu zeugen,
muss einer Mumm in der Hose haben. Feigst doch, ihr Hornochsen. Und dir, Werk, da sag ich bloß so viel. Ehe eine Woche um ist, wirst du sehen, von wem mehr geredet wird. Von euch und eurer Ratte oder von mir und von dem, was ich geschafft hab. Und wir werden sehen, wer mehr ausspuckt. Euer Baron oder der kaiserliche Präfekt in Amarillo. Du kannst mich am Arsch lecken mitsamt deinem Präfekten, deinem Kaiser und dem ganzen Nilfgaard. Kannst du glauben. Und blass dich nicht so auf. Ich weiß schon, dass Nilfgaard seit einer Woche hinter irgend so einem Mädel her ist, dass es nur so staubt. Ich weiß, dass eine Belohnung für sie ausgesetzt ist. Aber mich geht das seinen Dreck an. Ich denk gar nicht dran, mich dem Präfekten und den Nilfgaardern anzudehnen. Ich spuck auf die. Ich diene jetzt beim Baron Lutz. Nur dem unterstehe ich. Keinem sonst. Dein Baron frisst statt deiner aus der Nilfgaarder Hand. Leckt ihm die Stiefel. Da brauchst du es nicht zu machen und hast gut reden. Reg dich nicht auf. Das ging nicht gegen dich. Kannst du glauben. Dass du das Mädel gefunden hast, was die Nilfgaarder suchen, das ist gut. Ist mir lieb, dass du die Belohnung kriegst und nicht die beschissenen Nilfgaarder. Und dass du dem Präfekten dienst? Niemand sucht sich seine Herren aus. Die sind es, die aussuchen. Nicht wahr? Macht schon. Setzt euch zu uns. Wir trinken was, wo wir uns schon mal getroffen haben. Ja, warum nicht? Aber gebt erstmal ein Stück Zügel. Ich werde das Mädel an dem Pfahl neben eurer Ratte festbinden, ja? Schaut ihn euch an, den Schrecken des Grenzlandes, den bewaffneten Arm Nilfgaards. Fessel sie, Flanner, fessel sie nur. Aber nimm eine Eisenkette, denn die Zügel könnte dir deine wichtige Gefangene zerreißen und dir die Fresse polieren, ehe sie flieht. Sieht gefährlich aus, dass einem Angst und Bange wird. Nur zur Sicherheit, dass sie nicht abhaut. Brich dir keinen ab. Wenn du dich unterhalten willst, dann setz dich hin. Gib eine Runde aus, wie sich's gehört. Und das Mädel kannst du meinetwegen mit den Beinen an der Decke aufhängen. Das geht mich ein Schweineschiss an. Bloß, dass das fürchterlich komisch ist, Flanner. Für dich und für deinen Präfekten ist das ja vielleicht eine wichtige Gefangene. Aber für mich ist es ein armes und verängstigtes Kind. Fesseln willst du sie? Die hält sich, kannst du glauben, kaum auf den Beinen. Wie soll sie da fliehen? Wovor hast du Angst? Gleich sag ich euch, wovor ich Angst hab. Das ist eine Nilfgaarder Siedlung. Die Siedler haben uns hier nicht mit Brot und Salz empfangen. Und für eure Ratte, sagen sie, haben sie den Pfahl schon angespitzt. Und sie sind im Recht, weil der Präfekt befohlen hat, ergriffene Mörder an Ort und Stelle hinzurichten. Wenn ihr ihnen den Gefangenen nicht rausgebt, sind sie bereit, auch für euch ein paar Pfähle anzuspitzen. Na, na, ihren Enten können sie Angst machen, die Kaspar. Mit uns legen sie sich lieber nicht an, sonst zapfen wir ihnen Blut ab. Die Ratte kriegen sie von uns nicht. Der gehört uns und kommt mit nach Tyfia. Und der Baron Lutz wird die ganze Sache mit dem Präfekten schon regeln. Ach, was soll das leere Gerede? Setzt euch! Die Greifer schoben die Schwertgürtel zur Seite und setzten sich bereitwillig an den Tisch zu den Nisiren, schrien nach dem Wirt und benannten einhellig Flanner als den, der zahlen würde. Flanner stieß mit einem Fußtritt einen Hocker zum Pfosten hin, riss Ciri am Arm, versetzte ihr einen Stoß, dass sie hinfiel und mit der Schulter gegen das Knie des gefesselten Burschen stieß. Setz dich hier hin und keine Bewegung, sonst verprügel ich dich wie eine Hündin.
Der Bursche betrachtete Flanner aus zusammengekniffenen Augen. Du Wanze! Du Hundsfott! Die meisten Wörter, die aus dem bösen, verzerrten Munde des jungen Mannes drangen, waren Ciri unbekannt. Doch aus den Veränderungen in Flanners Gesicht schloss sie, dass sie unerhört schmutzig und kränkend sein mussten. Du arschgefickter Hurensohn. Der Greifer wurde blass vor Wut, holte aus, schlug dem Gefesselten krachend ins Gesicht, packte ihn bei den langen, hellen Haaren, riss daran, dass der Hinterkopf des Burschen gegen den Pfosten schlug. Hey da! Was soll denn das? Die Zähne schlag ich ihm raus, der lausigen Ratte. Die Beine reiß ich ihm vom Marsch ab. Beide! Komm her und hör auf, ihm die Fresse zu polieren. Mit deiner Gefangenen kannst du machen, was du willst. Aber von unserem lass die Finger. Und du, Kaylei, spiel nicht den Draufgänger. Sitz still und fang an, übers Schafott nachzudenken, das der Baron Lutz in der Stadt schon hat aufstellen lassen. Die Liste der Sachen, die der Henker auf diesem Schafott mit dir machen wird, ist schon geschrieben. Und sie ist 3 Ellen lang, kannst du glauben. Die halbe Stadt schließt schon Wetten ab, bis zu welchem Punkt du durchhältst. Also schone deine Kräfte, Ratte. Ich will selber einen kleinen Betrag setzen und hoffe, dass du mich nicht enttäuschst. Und mindestens bis zur Kastration durchhältst. Kaylei spuckte aus, wandte den Kopf ab, soweit es der am Halse zusammengezogene Riemen erlaubte. Flanner rückte den Gürtel zurecht, bedachte die auf dem Schemel zusammengekauerte Ciri mit einem feindseligen Blick, worauf er sich zu der Gesellschaft an den Tisch setzte. Und fluchte, weil auf dem vom Wirt gebrachten Krug nur noch Spuren von Schaum waren. Er gab dem Wirt ein Zeichen, dass er die Bestellung erweitern wolle. Ihr habt die Keller erwischt, noch dazu lebendig. Denn dass ihr die übrigen Ratten abgemurkst habt, glaube ich nicht. In Wahrheit hatten wir Glück. Weiter nichts. Er hatte sich von der Bande entfernt und war über Nacht zu einem Weibsbild nach Neuschmiede geritten. Der Schultheiß wusste, dass wir in der Nähe sind und hat Bescheid gegeben. Wir haben es vor Tagesanbruch geschafft. Ihn im Heu erwischt. Er konnte sich nicht mal mucksen. Und mit seinem Weibsbild haben wir uns allesamt vergnügt. Wenn Kaylei es ihr nachts nicht richtig besorgt hat, ist die trotzdem nicht zu kurz gekommen. Wir haben sie am Morgen besorgt, dass sie danach weder Hand noch Fuß regen konnte. Was seid ihr doch für Einfallspinsel? Da habt ihr gutes Geld verbumst, ihr Dummköpfe. Statt Zeit an das Weib zu verschwenden, hättet ihr ein Eisen heiß machen und die Ratte verhören sollen, wo die Bande übernachtet. Ihr hättet sie alle kriegen können. Giselher und Reef. Für Giselher haben die Van Hagens von Sada schon voriges Jahr 20 Floren geboten. Und für diese Vettel, wie heißt sie doch, Mistel oder so, für die würde der Präfekt noch mehr geben, nach dem, was die bei Druig mit seinem Neffen gemacht haben, wo die Ratten einen Geleitzug aufgemischt haben. Entweder bist du von Natur aus dumm, Flanner, oder das harte Leben hat dir den Verstand aus dem Schädel gefressen. Wir sind zu sechst. Wir sollten zu sechst gegen die ganze Bande losschlagen, oder was? Aber die Belohnung entgeht uns trotzdem nicht. Baron Lutz wird Kaylei im Knast die Hölle heiß machen. Da ist ihm die Zeit nicht zu schade. Kannst du glauben? Kaylei wird alles ausspucken, denen ihre Treffpunkte und Schlupfwinkel verraten. Dann gehen wir mit großer Mannschaft hin, umzingeln sie und holen sie raus wie Krebse aus dem Netz. Von wegen. Die werden gerade warten. Sie erfahren, dass ihr Kaylei geschnappt habt und suchen sich andere Verstecke und Schlupfwinkel. Nein, Werkta, du musst der Wahrheit ins Auge blicken. Ihr habt's vermasselt. Habt die Belohnung gegen eine Möse eingetauscht. So seid ihr. Wir kennen euch. Nichts wie Mösen im Kopf.
Selber, Möse! Wenn du es so eilig hast, dann mach selber auf die Rattenjagd mitsamt deinen Helden. Aber pass auf, sich mit den Ratten anlegen, Herr Nilfgaarder Knecht, ist was anderes als minderjährige Mädchen greifen. Du hast doch gar keine Ahnung, Werkter. Die Nisire und die Greifer begannen zu schreien und einander zu beschimpfen. Der Wirt brachte schleunigst das Bier, riss dem Dicken mit dem Haarschopf den leeren Krug aus den Händen, mit dem der schon gegen Flenner ausholte. Das Bier, hier! Das Bier glättete die Wogen rasch, kühlte die Kehlen und besänftigte die Gemüter. Bring was zu essen. Rührei mit Wurst, Bohnen, Brot und Käse. Und Bier. Was guckst du so bedeppert, Flanner? Wir sind heute bei Kasse. Wir haben Kaylei das Pferd abgenommen. Den Geldbeutel, die Klunker, Schwert, Sattel und Pelz. Haben alles den Zwergen verkauft. Die roten Schuhchen von seinem Weibstück haben wir auch verkauft. Und die Korallen. Hoho. Dann reicht das Geld ja wirklich, um einen zu heben. Das freut mich. Und wieso freut dich das? Wir haben das Geld, nicht du. Von deiner wichtigen Gefangenen kannst du dir höchstens den Rotz von der Nase oder die Läuse vom Kopf holen. Wie der Gefangene, so das Geld. Ihr Hundesöhne. Ach, setz dich. Ich hab nur Spaß gemacht. Mach's Maul zu. Lasst uns auf die Eintracht trinken. Wir laden euch ein. Wo bleibt das Rührei-Wirt? Dass dich die Pest hol. Schneller. Und bring Bier. Die auf dem Hocker in sich zusammengesunkene Ciri hob den Kopf. Ihr Blick begegnete dem aus den wütenden grünen Augen Kayleis, die unter der wirren Mähne heller Haare hervorschauten. Ein Schauder durchlief sie. Kayleis Gesicht war zwar nicht hässlich, aber böse, sehr böse. Ciri erfasste sofort, dass dieser Bursche, der nicht viel älter war als sie selbst, zu allem fähig war. Die Ratte durchbohrte sie mit dem grünen Blick. Dich haben mir wohl die Götter geschickt. Sowas, ich glaube nicht an sie, aber sie haben dich geschickt. Schau dich nicht um, kleine Idiotin. Du musst mir helfen. Spitz die Ohren, verdammt! Ciri krümmte sich noch mehr zusammen, senkte den Kopf. Pass auf, in dem Moment, wenn hier der Schankwirt vorbeikommt, rufst du... Nein, die verprügeln mich! Kayleis verzog den Mund. Und Ciri verstand sofort, dass Prügel von Flanner bei weitem nicht das Schlimmste waren, was ihr zustoßen konnte. Obwohl Flanner groß war, Kayleis aber klein und zudem gefesselt, fühlte sie instinktiv, vor wem sie mehr Angst haben musste. Wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir. Ich bin nicht allein. Ich hab Freunde. Solche, die einen nicht im Stich lassen. Verstehst du? Aber wenn meine Freunde eintreffen, wenn es losgeht, darf ich nicht an diesem Pfosten festhängen, weil mich diese Mistkerle abboxen werden. Spitz die Ohren, verflucht. Ich sag dir, was du tun musst. Ciri senkte den Kopf noch tiefer. Ihre Lippen zitterten. Die Greifer und die Nisire futterten das Rührei und schmatzten wie Wildschweine. Der Wirt rührte im Kessel und trug den nächsten Krug Bier und einen Laib Beutelbrot auf den Tisch. Ich habe Hunger! Der Wirt blieb stehen, schaute sie freundlich an,
Dann wandte er sich an die Gesellschaft am Tisch. Kann ich ihr was geben, ihr Herren? Fort! Bleib weg von hier, Bratenwender Beschissener, sonst reiß ich dir den Arsch auf. Du darfst nicht. Und setz ruhig, Nutte, sonst... Hey, Flanner! Was ist? Hast du sie nicht alle? Seht ihn euch an, Jungs, den Furzklemmer. Frisst selber für fremdes Geld, aber dem Mädchen gönnt er nichts. Gib ihr eine Schüssel, Wirt. Ich bezahl. Und ich sag, wer was kriegt und wer nicht. Und wem das nicht passt, der kann gleich eins in die unrasierte Fresse kriegen. Da fällt mir noch was ein. Wir müssen der Ratte was geben, dass sie uns nicht unterwegs krepiert. Denn dann zieht uns der Baron das Fell über die Ohren. Kannst du glauben? Das Mädel wird ihn füttern. Hey, Wirt! Mach irgendwas zu essen für die beiden fertig. Und du, Flanner, was brummst du? Was schmeckt dir nicht? Obacht geben muss man auf die, weil die ein komischer Vogel ist. Wenn das ein gewöhnliches Mädel wäre, dann wäre Nilfgaard nicht hinter ihr her. Der Präfekt hätte keine Belohnung ausgesetzt. Ob sie gewöhnlich ist oder ungewöhnlich? Können wir gleich rauskriegen. Wir brauchen ihr nur zwischen die Beine zu gucken. Was meint ihr, Jungs? Nehmen wir sie für den Moment mit in die Scheune? Rührt sie mir ja nicht an. Ich erlaub's nicht. Dich werden wir grad fragen. Es geht um mein Gewinn und meinen Kopf, dass ich sie heil abliefere. Der Präfekt in Amarillo... Wir scheißen auf deinen Präfekten. Du hast auf unsere Kosten getrunken. Und dann gönnst du uns nicht mal einen kleinen Fick? Hey, Flanner, sei kein Frosch. Wirst nicht den Kopf verlieren. Nur keine Angst. Und deine Belohnung kriegst du auch. Du wirst sie heil abliefern. Ein Mädel ist keine Fischblase. Die platzt nicht, wenn man reinstößt. Ciri erzitterte, wurde bleich, hob den Kopf. Kaylei lächelte spöttisch. Du hast es kapiert? Wenn sie sich betrunken haben, nehmen sie sich dich vor. Misshandeln dich. Wir sitzen im selben Boot. Tu, was ich gesagt habe. Wenn ich es schaffe, schaffst du es auch. Das Essen ist fertig. Komm her, Fräuleinchen. Sie nahm die Schüssel vom Wirt entgegen. Ein Messer. Was? Ein Messer. Schnell. Der Wirt lugte zum Tisch und tat noch etwas Brei in die Schüssel. Wenn's dir nicht reicht, hier hast du mehr. Geh bitte. Ein Messer. Geh. Sonst rufe ich die... Ich kann nicht. Sie zünden die Schenke an. Ein Messer. Nein. Du tust mir leid, Tochter. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht, versteh doch. Geh weg. Mit zitternder Stimme wiederholte sie die Worte Kayleis. Aus dieser Schenke wird niemand lebend herauskommen. Und wenn es losgeht, flieh. Halt die Schüssel fest, Tollpatsch. Näher an die Pfanne. Der Wirt drehte sich so, dass er Ciri verdeckte. Er war blass und klapperte ein wenig mit den Zähnen. Sie fühlte die kalte Berührung eines Küchenmessers, das er ihr hinter den Gürtel schob, wobei er den Griff mit der Jacke verdeckte.
Sehr gut. Setz dich so, dass du mich verdeckst. Stell mir die Schüssel auf die Knie. In die linke Hand nimmst du den Löffel, in die rechte das Messer. Und säg die Fesseln durch. Nicht da, Dumme! Und am Ellenbogen, am Pfosten. Pass auf, sie schauen her. Ciri fühlte, wie trocken ihre Kehle war. Sie senkte den Kopf fast bis zur Schüssel. Die grünen Augen fixierten sie unter halb gesenkten Lidern hervor, hypnotisierten. Fütter mich und es selber. Und säge, säge. Nur Mut, Kleine. Wenn ich es schaffe, schaffst du es auch. Das ist wahr, dachte Ciri, während sie an den Fesseln schnitt. Das Messer stank nach Eisen und Zwiebeln. Die Schneide war vom vielen Schärfen eingebuchtet. Er hat recht. Was weiß ich, wohin mich diese Schurken bringen? Was weiß ich, was dieser Nilfgaarder Präfekt von mir will? Vielleicht erwartet auch mich in diesem Amarillo der Henker. Vielleicht warten da Rad, Streckbank und Zangen, rotes Eisen. Ich lasse mich nicht wie ein Schaf zur Schlachtbank führen. Dann schon lieber etwas wagen. Krachend flog das Fenster ins Zimmer, zusammen mit dem Rahmen und einem von draußen hereingeworfenen Hackklotz. Alles landete auf dem Tisch und richtete Verwüstungen unter den Schüsseln und Krügen an. Dem Hackklotz hinterher sprang ein blondes Mädchen mit kurzgeschorenem Haar, in rotem Wams und glänzenden Stiefeln, die bis über die Knie reichten. Noch während sie auf dem Tisch kauerte, ließ sie das Schwert kreisen. Einer von den Nisiren, der langsamste, der es nicht geschafft hatte, auf und nach hinten zu springen, stürzte mitsamt der Bank zurück und aus seiner aufgeschlitzten Kehle sprudelte Blut. Das Mädchen ließ sich geschickt vom Tisch fallen, machte einem durchs Fenster hereinspringenden Burschen in einem kurzen bestickten Halbpelz Platz. Die Ratten! Die Ratten! Werkda mühte sich mit dem Schwert ab, das sich im Gürtel verfangen hatte. Der Dicke mit dem Haarschopf zog die Waffe, sprang zu dem am Boden knienden Mädchen hin, holte aus. Doch das Mädchen parierte auch auf den Knien geschickt den Hieb, warf sich zurück und der im Halbpelz, der nach ihr hereingesprungen war, versetzte mit Schwung dem Nisir einen Schlag gegen die Schläfe. Der Dicke fiel zu Boden und wurde plötzlich schlaff wie ein ausgekippter Strohsack. Die Tür der Schenke wurde mit einem Fußtritt aufgestoßen. Die beiden nächsten Ratten stürmten in die Stube. Der erste war hochgewachsen und schwarzhaarig. Er trug eine nietenbesetzte Jacke und ein scharlachrotes Stirnband. Mit zwei raschen Schwertstreichen schickte er zwei Greifer in die gegenüberliegenden Ecken. Fort mit Werkda. Der andere, breitschultrig und mit hellem Haar, erledigte mit einem weit ausholenden Hieb Remis, den Schwager Flenners. Die übrigen wandten sich zur Flucht, hin zur Küchentür. Doch die Ratten waren auch dort schon eingedrungen. Aus dem Hintergrund sprang plötzlich ein dunkelhaariges Mädchen in märchenhaft bunter Kleidung hervor. Mit einem raschen Stich durchbohrte sie einen von den Greifern, warf mit einem kreisenden Schlag den anderen zurück und machte sofort den Schankwirt nieder, ehe der rufen konnte, wer er war. Geschrei und Schwertklirren erfüllten die Stube. Ciri verbarg sich hinter dem Pfosten. Missle! Giselher! Hilf! Zu mir! Kaylei, der die Fesseln abgeworfen hatte, mühte sich mit dem Riemen, der ihm noch immer den Hals an den Pfosten band. Die Ratten waren jedoch noch mit dem Kampf beschäftigt. Kayleis Schrei
hörte nur Flanner. Der Greifer wandte sich um und holte zum Stoß aus, um die Ratte am Pfosten festzunageln. Ciri reagierte blitzschnell und reflexartig. Ähnlich wie während des Kampfes mit dem Wyvern in Gorswelen, ähnlich wie auf Tanet, liefen alle in Kaer Morhen gelernten Bewegungen plötzlich wie von selbst ab, fast ohne ihr Zutun. Sie sprang hinter dem Pfosten hervor, wirbelte in einer Pirouette herum, warf sich auf Flanner und stieß ihn heftig mit der Hüfte. Sie war zu klein und zu leicht, um den großen Greifer wegzuschleudern. Doch es gelang ihr, den Rhythmus seiner Bewegungen zu stören und seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Du Stück Dreck! Flanner holte aus. Das Schwert pfiff durch die Luft. Ciris Körper führte wieder von selbst die rettende Wolte aus. Und Flanner hätte sich um ein Haar überschlagen, als er der Klinge mit Schwung hinterher stürzte. Er schlug abermals zu, legte seine ganze Kraft in den Hieb. Ciri sprang geschickt beiseite, landete sicher auf dem linken Fuß, wirbelte in einer entgegengesetzten Pirouette herum. Flanner hieb wiederum zu, konnte sie aber auch diesmal nicht erreichen. Zwischen sie stürzte plötzlich Werkda und bespritzte beide mit Blut. Der Greifer wich zurück, schaute sich um. Ihn umgaben ausschließlich Leichen. Und die Ratten, die sich von allen Seiten mit gezückten Schwertern näherten. Der Schwarzhaarige mit dem scharlachroten Stirnband machte Kaelei los. Halt! Es sieht so aus, dass er unbedingt dieses Mädchen abstechen will. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, wieso es ihm bisher nicht gelungen ist. Aber geben wir ihm eine Chance, wenn er es so dringlich will. Geben wir auch hier eine Chance, Giselherr. Es soll ein ehrlicher Kampf sein. Gib ihr irgendein Stahlflamme. Ciri fühlte den Griff eines Schwertes in der Hand. Es war etwas zu schwer. Flanner stürzte sich auf sie, ließ das Schwert in einer Mühle kreisen, dass es nur noch als Schemen zu sehen war. Er war langsam. Ciri wich den Hieben mit schnellen Finden und Halbdrehungen aus, ohne auch nur zu versuchen, die auf sie niederprasselnden Hiebe zu parieren. Das Schwert diente ihr nur als Gegengewicht, das die Wolken erleichterte. Unglaublich! Das ist eine Akrobatin! Schnell ist sie! Schnell wie eine Elfe! Hey du, Dicker! Wäre dir nicht vielleicht jemand von uns lieber? Bei dir schaffst du es nicht! Flanner wich zurück, schaute sich um. Plötzlich sprang er unerwartet vor, zielte mit einem Stich auf Ciri und streckte sich dabei wie ein Reiher mit vorgerecktem Schnabel. Ciri wich dem Stoß mit einer kurzen Finte aus, wirbelte herum. Eine Sekunde lang sah sie eine geschwollene, pulsierende Ader an Flanners Hals. Sie wusste, dass er in der Position, in der er sich befand, einem Hieb weder ausweichen noch ihn parieren konnte. Sie wusste, wo und wie sie zuschlagen musste. Sie schlug nicht zu. Schluss! Sie fühlte eine Hand auf der Schulter. Das Mädchen in der bunten Kleidung, das ihr das Schwert gegeben hatte, stieß sie weg. Gleichzeitig drängten zwei andere Ratten, der mit dem Halbpelz und die kurzgeschorene, Flanner in eine Ecke der Stube, hielten ihn mit den Schwertern in Schach. Die Bunte drehte sich zu Ciri herum. Schluss mit diesem Vergnügen! Das dauert ein bisschen zu lange! Und zwar deinetwegen, Fräulein! Du kannst töten, tust's aber nicht! Irgendwie habe ich den Eindruck, dass du nicht lange leben wirst.
Ciri zuckte zusammen, als sie in die großen, dunklen, mandelförmigen Augen blickte, die in einem Lächeln entblößten Zähne sah, die so klein waren, dass das Lächeln etwas Vampirhaftes an sich hatte. Das waren keine Menschenaugen und keine Menschenzähne. Das bunte Mädchen war eine Elfe. Giselher, der mit dem roten Stirnband, war offensichtlich der Anführer. Zeit zu verduften! Das dauert wirklich zu lange! Missle, erledige den Dreckskerl! Die Kurzgeschorene näherte sich mit erhobenem Schwert. Flanner fiel auf die Knie. Erbarm! Schenk mir das Leben! Ich hab kleine Kinder! Nur noch ganz kleine! Das Mädchen hieb scharf zu und drehte sich dabei in den Hüften. Das Blut spritzte als breiter, unregelmäßiger Fleck aus kleinen, kaminroten Pünktchen an die geweißte Wand. Ich kann kleine Kinder nicht leiden. Bleib nicht stehen, Missle! Zu den Pferden! Wir müssen verschwinden! Das ist eine Nilfgaarder-Siedlung! Hier haben wir keine Freunde! Die Ratten liefen blitzschnell aus der Schenke. Ciri wusste nicht, was sie tun sollte, fand aber auch keine Zeit zum Überlegen. Missle, die Kurzgeschorene, gab ihr einen Stoß zur Tür hin. Vor der Schenke lagen inmitten von Tonscherben und abgenagten Knochen die Leichen der Nisire, die den Eingang bewacht hatten. Vom Dorf her kamen mit Spießen bewaffnete Siedler gerannt, verschwanden jedoch beim Anblick der auf den Hof tretenden Ratten augenblicklich zwischen den Hütten. Kannst du reiten? Ja. Dann los, schnapp dir irgendein Pferd und galopp! Auf unsere Köpfe ist eine Belohnung ausgesetzt und das ist ein Nilfgaarder Dorf. Alle greifen sich schon nach Bögen und Schleudern. Galopp, Giesel hernach, mitten auf der Straße. Halte dich von den Hütten fern! Ciri setzte über die niedrige Umzäunung, packte die Zügel eines von den Pferden der Greifer, sprang in den Sattel, schlug dem Pferd mit der flachen Klinge, die sie nicht aus der Hand gelegt hatte, aufs Hinterteil. Sie ritt einen scharfen Galopp, überholte Kaylei und die bunte Elfe, die Flamme genannt wurde. Sie folgte den Ratten in Richtung Mühle. Sie sah, wie hinter einer der Hütten ein Mann mit einer Armbrust hervorsprang, der Giselher in den Rücken zielte. Hau ihn nieder! Hau ihn nieder, Mädchen! Ciri beugte sich im Sattel zur Seite, zwang mit einem Ruck an den Zügeln und mit Fersendruck das galoppierende Pferd zu einer Richtungsänderung, holte mit dem Schwert aus. Der Mann mit der Armbrust drehte sich im letzten Moment um. Sie sah sein vor Entsetzen verzerrtes Gesicht. Die zum Schlag erhobene Hand zögerte einen Augenblick lang. Und das genügte, dass das Pferd sie vorbeitrug. Sie hörte die losgelassene Sehne schnellen. Das Pferd zuckte mit dem Hinterteil und bäumte sich auf. Ciri riss die Füße aus den Steigbügeln und sprang, landete geschickt in der Hocke. Die heranreitende Flamme ließ sich zu einem scharfen Hieb vom Sattel herabhängen, traf den Armbrustschützen im Genick. Der Schütze stürzte auf die Knie, krümmte sich nach vorn und fiel mit dem Gesicht in eine Pfütze, dass der Schlamm spritzte. Das verwundete Pferd lief zwischen die Hütten, wobei es heftig ausschlug. Die Elfe preschte an Ciri vorbei. Du Idioten! Du verdammte Idioten! Spring auf! Kaylei ritt heran.
Ciri lief ihm entgegen, fasste die ausgestreckte Hand. Der Schwung riss sie hoch. Das Schultergelenk knirschte. Doch es gelang ihr, auf das Pferd zu springen und sich an den Rücken der hellhaarigen Ratte zu pressen. Sie gingen zum Galopp über, vorbei an Flamme. Die Elfe wendete. Sie verfolgte einen weiteren Armbrustschützen, der seine Waffe fallen ließ und auf das Tor einer Scheune zufloh. Flamme holte ihn mühelos ein. Ciri wandte den Blick ab. Sie wurden von Missler eingeholt, die ein gesatteltes Handpferd mit sich zog. Sie schrie etwas. Ciri verstand die Worte nicht, begriff aber sofort. Sie ließ Kaylais Rücken los, sprang in vollem Galopp ab, lief zu dem Handpferd hin, wobei sie den Gebäuden gefährlich nahe kam. Missle warf ihr die Zügel zu, schaute zurück und rief eine Warnung. Pass auf hinter dir! Ciri wandte sich gerade rechtzeitig um mit einer geschickten Halbdrehung einem tückischen Lanzenstoß auszuweichen, den ihr ein kräftiger Siedler versetzte, der aus einem Schweinestall hervorschaute. Was danach geschah, verfolgte sie lange Zeit in den Träumen. Sie erinnerte sich an alles, jede Bewegung. Die Halbdrehung, die sie vor der Lanzenspitze vollführte, brachte sie in eine ideale Position. Der Siedler hingegen, weit nach vorn gebeugt, konnte weder wegspringen, noch sich mit dem Schaft decken, den er in beiden Händen hielt. Ciri schlug flach zu und ging in eine gegenläufige Halbpirouette über. Einen Moment lang sah sie den zu einem Schrei geöffneten Mund in dem von einem mehrtägigen Stoppelbart bedeckten Gesicht. Sie sah die von einer Glatze verlängerte Stirn, hell oberhalb der Linie, wo ein Hut oder eine Kappe sie vor der Sonnenbräune bewahrt hatte. Und dann wurde alles, was sie sah, von einer Blutfontäne verdeckt. Sie hielt noch immer das Pferd an den Zügeln, und das Pferd riss, dass sie auf die Knie fiel. Ciri ließ die Zügel nicht los. Der Verwundete warf sich krampfhaft zwischen Stroh und Unrat hin und her. Und das Blut sprudelte aus ihm wie aus einem abgestochenen Eber. Sie fühlte, wie sich ihr der Magen umstülpte. Direkt neben ihr brachte Flamme ihr Pferd zum Stehen. Sie ergriff die Zügel des Handpferdes, ruckte daran und brachte Ciri, die Zügel noch immer umklammerte, auf die Füße. In den Sattel und den Trab! Ciri unterdrückte die Übelkeit, sprang aufs Pferd. An dem Schwert, das sie noch immer in der Hand hielt, war Blut. Mit Mühe überwand sie den Drang, den Stahl so weit weg wie möglich zu werfen. Zwischen den Hütten kam Missle hervor, die zwei Menschen verfolgte. Einer konnte entkommen, indem er über einen Zaun sprang. Der andere bekam einen kurzen Schwerthieb ab, stürzte auf die Knie und griff sich mit beiden Händen an den Kopf. Zusammen mit der Elfe fielen sie in Galopp, zügelten die Pferde aber gleich wieder. Denn von der Mühle her kehrte Giselher mit den anderen Ratten zurück. Ihnen folgte eine Menge bewaffneter Siedler, die sich mit Geschrei Mut machten. Uns nach, Missle, zum Fluss! Zur Seite geneigt, zog Missle die Zügel an, wendete das Pferd und galoppierte Giselher nach, über die niedrigen Zäune hinwegsetzend.
Ciri drückte das Gesicht an die Mähne und folgte ihr. Gleich neben ihr galoppierte Flamme einher. Die Geschwindigkeit ließ ihre schönen dunklen Haare wehen, sodass das kleine, spitz zulaufende Ohr zu sehen war, das ein filigranes Ringlein schmückte. Der von Missle Verwundete kniete noch immer mitten auf der Straße, wiegte sich hin und her und hielt sich mit beiden Händen den blutigen Kopf. Flamme riss das Pferd herum, preschte zu ihm hin, versetzte ihm von oben herab mit ganzer Kraft einen Schwerthieb. Ciri sah, wie die abgehauenen Finger zur Seite wegflogen, wie Splitter von einem zerhackten Holzscheit, wie dicke weiße Würmer zu Boden fielen. Mit größter Mühe unterdrückte sie den Brechreiz. Am Loch in der Palisade warteten Missle und Kaylei auf sie. Die übrigen Ratten waren schon weit weg. Alle vier gingen sie zu scharfem, gestrecktem Galopp über, durchquerten so den Fluss, dass das Wasser bis über die Pferdeköpfe spritzte. Vorgebeugt, die Wangen an die Mähnen geschmiegt, kamen sie auf den sandigen Uferhang, jagten über eine von Lupinen violett gefärbte Wiese. Flamme, die das beste Pferd hatte, setzte sich an die Spitze. Sie ritten in den Wald, in feuchten Schatten, zwischen Buchenstämme. Sie holten Giselher und die anderen ein, wurden aber nur für einen Augenblick langsamer. Als sie den Wald durchquert hatten und auf eine Heide gelangten, gingen sie wieder zum Galopp über. Bald schon fielen Ciri und Kaylei zurück. Die Pferde der Greifer waren nicht imstande, mit den schönen Rassepferden der Ratten Schritt zu halten. Ciri hatte ein zusätzliches Problem. Auf dem großen Pferd reichte sie mit den Füßen kaum bis an die Steigbügel, und beim Reiten konnte sie den Riemen nicht passend machen. Sie konnte ohne Steigbügel nicht schlechter reiten als mit, doch sie wusste, dass sie in dieser Haltung keinen langen Galopp durchstehen würde. Zum Glück verringerte Giselher nach ein paar Minuten das Tempo und hielt die Spitzengruppe zurück, damit sie und Kaylei aufschließen konnten. Ciri ging zum Trab über. Den Steigbügelriemen kürzer schnallen konnte sie noch immer nicht. Im Riemen fehlten Löcher. Ohne das Tempo zu verlangsamen, legte sie das rechte Bein über den Sattel und ritt im Damensitz weiter. Als Missle die Reithaltung des Mädchens sah, brach sie in Gelächter aus. Siehst du, Giselher? Nicht nur eine Akrobatin, sondern auch noch eine Kunstreiterin. Hey, Kaylei, wo hast du diese Teufelin aufgetrieben? Flamme hielt ihre schöne Fuchsstute zurück, die noch immer trocken war und weiter galoppieren wollte. Ritt näher heran, drängte gegen Ciris Grauschimmel. Weißt du, warum du noch am Leben bist, du Vollidiotin? Der Kerl, den du großmütig verschont hast, hat die Sehne zu früh losgelassen. Hat das Pferd getroffen statt deiner. Sonst hättest du jetzt deinen Bolzen tief im Rücken stecken. Wozu trägst du das Schwert? Lass sie in Ruhe, Flamme. Giselher, wir müssen langsamer werden. Sonst reiten wir die Pferde zu Schanden. Uns verfolgt doch niemand. Ich möchte so schnell wie möglich die Wälder überqueren. Auf der anderen Seite machen wir Rast. Kaylei, wie macht sich dein Pferd? Es wird durchhalten. Das ist kein Rennpferd, aber ein kräftiges Vieh. Na dann los. Gleich. Und diese Rotznase?
Giselher schaute sich um, rückte das scharlachrote Stirnband zurecht, ließ den Blick auf Ciri ruhen. Sein Gesicht, sein Ausdruck erinnerten ein wenig an Kaylei. Dieselbe böse Grimasse des Mundes, die gleichen zusammengekniffenen Augen, die schmalen, vorstehenden Kinnladen. Er war jedoch älter als die hellhaarige Ratte. Der bläuliche Schatten auf den Wangen zeugte davon, dass er sich schon regelmäßig rasierte. Ja, wirklich. Was ist mit dir, Wildfang? Ciri senkte den Kopf. Sie hat mir geholfen. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte dieser lausige Greifer mich an den Pfosten genagelt. Im Dorf haben sie gesehen, dass sie mit uns zusammen geflohen ist. Einen hat sie zusammengehauen. Ich glaube kaum, dass er überlebt hat. Das sind Siedler aus Nilfgaard. Wenn das Mädchen ihnen in die Hände fällt, machen sie sie kalt. Wir können sie nicht zurücklassen. Pfah! Zur Wälde soll sie mit uns reiten. Dann werden wir sehen. Setz dich aufs Pferd, wie es sich gehört, Mädel. Wenn du zurückbleibst, werden wir uns nicht umschauen. Verstehst du? Mhm. Rede, Mädchen. Was bist du für eine? Wo kommst du her? Wie heißt du? Warum bist du unter Bewachung geritten? Ciri senkte den Kopf. Während des Rittes hatte sie genug Zeit für den Versuch gehabt, sich irgendeine Geschichte auszudenken. Sie hatte sich mehrere ausgedacht. Aber der Anführer der Ratten sah nicht wie jemand aus, der eine davon glauben würde. Na, du bist ein paar Stunden lang mit uns geritten. Du futterst mit uns. Und ich hatte noch keine Gelegenheit, den Klang deiner Stimme zu hören. Bist du stumm? Das Lagerfeuer ließ Flammenzungen und einen Funkenregen emporschießen, tauchte die Ruine der Hirtenhütte in eine Woge von goldenem Licht. Als gehorche es einem Befehl Giselhers, erhellte das Feuer das Gesicht der Verhörten, damit man umso deutlicher Lüge und Verstellung darin erkennen könne. »Ich kann Ihnen ja nicht die Wahrheit sagen«, dachte Ciri verzweifelt. »Das sind Mörder, Briganten. Wenn Sie erfahren, dass die Greifer mich wegen der Belohnung gefasst haben, könnten Sie selber Lust bekommen, diese Belohnung zu kassieren. Außerdem ist die Wahrheit so unwahrscheinlich, als dass Sie mir glauben würden.« »Wir haben dich aus der Siedlung gebracht. Wir haben uns hier versammelt, in einem unserer Schlupfwinkel. Du hast zu essen bekommen. Du sitzt an unserem Feuer. Also sag, wer du bist.« »Lass sie in Ruhe. Wenn ich dich anschaue, Giselher, sehe ich plötzlich einen Isir, einen Greifer oder einen von diesen Nilfgaarder Hundesöhnen vor mir. Und ich fühle mich wie beim Verhör, im Knast auf die Folterbank gebunden.« »Misler hat recht. Das Mädchen will ganz offensichtlich nicht sagen, wer sie ist. Und das ist ihr Recht. Als ich mich euch angeschlossen habe, war ich auch wortkarg. Ich wollte nicht zugeben, dass ich einer von den Nilfgaarder Hundesöhnen war. Red keinen Unsinn, Reef. Bei dir war das was anderes. Und du, Missle, übertreibst auch. Das ist kein Verhör. Ich will, dass sie sagt, wer sie ist und woher sie kommt. Wenn ich das erfahre, zeige ich ihr einen Weg nach Hause. Und fertig. Wie soll ich das tun, wenn ich nicht weiß... Nichts weißt du. Nicht einmal, ob sie überhaupt ein Zuhause hat. Ich glaube aber, sie hat keins. Die Greifer haben sie von der Landstraße aufgelesen, weil sie allein war. Das sieht diesen Feiglingen ähnlich. Wenn du ihr sagst, sie soll gehen, wohin sie die Füße tragen, wird sie allein in den Bergen nicht überleben. Die Wölfe werden sie zerreißen. Oder sie verhungert.
Was sollen wir also mit ihr machen? Sie in der Nähe irgendeines Dorfes zurücklassen? Ein toller Einfall, Asse. Kennst du die Bauern nicht? Denen fehlen jetzt Arbeitskräfte. Sie werden das Mädchen zum Viehhüten schicken und ihr vorher ein Bein brechen, damit sie nicht weglaufen kann. Nachts wird man sie behandeln, als ob sie keinem gehörte. Also allen. Sie wird für Verpflegung und ein Dach überm Kopf bezahlen. Du weißt in welcher Münze. Und im Frühling kriegt sie Kinderbettfieber, wenn sie in einem dreckigen Stall irgendjemandes Banker zur Welt bringt. Wenn wir ihr Pferd und Schwert lassen, möchte ich nicht in der Haut des Bauern stecken, der ihr gern ein Bein brechen würde. Oder einen Bankert machen. Habt ihr den Tanz gesehen, den sie in der Schenke mit diesem Greifer aufgeführt hat, den Missle später erledigte? Er hat die Luft zerhauen. Und sie tanzte, als ob nichts wäre. Ihr Name und ihre Herkunft gehen mich wirklich nicht viel an. Aber wo sie solche Kunststückchen gelernt hat, würde ich gern erfahren. Die Kunststückchen werden sie nicht retten. Sie kann nur tanzen. Um zu überleben, muss man töten können. Und das bringt sie nicht fertig. Anscheinend doch. Als sie im Dorf diesem Bauernvieh eins verpasst hat, ist die Brühe einen halben Klafter hochgespritzt. Und sie selber ist bei dem Anblick beinahe ohnmächtig geworden. Das ist doch noch ein Kind. Ich kann mir denken, wer sie ist und wo sie die Kunststückchen gelernt hat. Ich habe solche wie sie schon gesehen. Das ist eine Tänzerin oder Akrobatin aus irgendeiner Wandertruppe. Und seit wann gehen uns Tänzerinnen und Akrobatinnen etwas an? Verdammt, es ist gleich Mitternacht. Ich werde müde. Machen wir also endlich Schluss mit diesem leeren Gerede. Wir müssen uns ausschlafen und ausruhen, um morgen bei Tagesanbruch in Neuschmiede zu sein. Der Schultheiß dort hat, wie ihr wohl nicht vergessen haben werdet, Kaylei an die Nisira ausgeliefert. Das ganze Dorf muss also sehen, wie die Nacht eine rote Farbe annimmt. Und das Mädchen? Sie hat ein Pferd, sie hat ein Schwert. Das eine wie das andere hat sie ehrlich erworben. Wir geben ihr ein bisschen was zu futtern und etwas Geld. Dafür, dass sie Kaylei gerettet hat. Und dann soll sie reiten, wohin sie will. Und sich selber um sich kümmern. Gut. Ciri stand auf. Die Ratten schauten sie neugierig an. Warteten. Gut. Ich brauche euch nicht. Habe mich nicht aufgedrängt. Und ich will überhaupt nicht bei euch sein. Ich reite sofort weg. Du bist ja doch nicht stumm. Du kannst reden. Und sogar dreist. Schaut euch ihre Augen an. Schaut, wie sie den Kopf hält. Ein Raubvögelchen. Ein junges Falkenweibchen. Du willst wegreiten. Und wohin, wenn man fragen darf? Was geht euch das an? Frage ich euch, wohin ihr reitet? Das geht mich nichts an. Und ihr geht mich auch nichts an. Ich brauche euch nicht. Zu nichts. Ich werde... Ich komme zurecht. Allein. Allein? Missle legte ein seltsames Lächeln auf. Ciri senkte den Kopf. Es ist Nacht. Nachts reitet man nicht. Man reitet nicht allein, Mädchen. Wer allein ist, muss umkommen. Dort bei den Pferden liegen Decken und Pelze. Such dir was aus. Die Nächte in den Bergen sind kalt. Was starrst du mich so an aus deinen grünen Lichtern? Richte dir ein Lager ein und schlaf. Du musst dich ausruhen. Als sie zurückkam und eine Decke und einen Pelzsack hinter sich herzog, saßen die Ratten nicht mehr ums Feuer. Sie standen im Halbkreis, und der rote Feuerschein spiegelte sich in ihren Augen wider. Wir sind die Ratten des Grenzlandes. Wir wittern eine Beute meilenweit. Wir fürchten keine Fallen.
Es gibt nichts, was wir nicht durchbeißen. Komm her, Mädchen. Giselher überreichte ihr einen silberbeschlagenen Gürtel. Du hast nichts. Also nimm wenigstens etwas. Missle warf ihr lächelnd ein kurzes Jäckchen von grünem Atlas über die Schultern und drückte ihr eine Bluse mit Hohlsaumstickerei in die Hand. Du hast nichts und niemanden. Kayleys Geschenk war ein Stilett in einer edelsteinbesetzten Scheide. Du hast nichts. Du bist allein. Von Asse nahm Ciri ein verziertes Schwertgehenk in Empfang. Du hast niemanden. Reef überreichte ihr ein paar Handschuhe aus ganz weichem Leder. Du hast niemanden, der dir nahe steht. Mit einer raschen und ziemlich ungenierten Bewegung setzte Flamme Ciri ein kleines Barett mit Fasanenfedern auf den Kopf. Du wirst überall eine Fremde sein. Überall fremd und anders. Wie sollen wir dich nennen, Falkenjunges? Ciri schaute ihr in die Augen. Gvalka. Wenn du erst einmal zu reden beginnst, redest du in vielen Sprachen, Falkenjunges. Also gut. Du wirst einen Namen des älteren Volkes tragen. Den Namen, den du selbst gewählt hast. Du wirst Falka sein. Falka. Sie konnte nicht einschlafen. Die Pferde stampften und schnaubten im Dunkeln. Der Wind rauschte in den Wipfeln der Tannen. Der Himmel war mit Sternen übersät. Hell leuchtete das Auge, das so viele Tage ihr treuer Führer durch die Felswüste gewesen war. Das Auge wies den Westen. Doch Ciri war sich nicht mehr sicher, ob das die richtige Richtung war. Es gab nichts, dessen sie sich sicher war. Sie konnte nicht einschlafen, obwohl sie sich zum ersten Mal seit vielen Tagen sicher fühlte. Sie war nicht mehr allein. Das Lager aus Zweigen hatte sie sich abseits eingerichtet, weit von den Ratten entfernt, die auf dem vom Feuer erwärmten Lehmboden der verfallenen Hütte schliefen. Sie war weit von ihnen entfernt, spürte aber ihre Nähe und Anwesenheit. Sie war nicht allein. Sie hörte leise Schritte. Kaylei. Die hellhaarige Ratte kniete sich neben ihr nieder und beugte sich über sie. Keine Angst. Ich sage Ihnen nicht, dass Nilfgaard dich sucht. Ich sage Ihnen nichts von der Belohnung, die der Präfekt in Amarillo auf dich ausgesetzt hat. Dort in der Schenke hast du mir das Leben gerettet. Ich werde mich revanchieren. Mit etwas Schönem. Jetzt gleich. Er legte sich neben sie. Langsam und vorsichtig.
Ciri versuchte aufzuspringen, doch Kaylei drückte sie aufs Lager. Mit einer Bewegung, die nicht heftig war, aber stark und nachdrücklich. Sanft legte er ihr die Finger auf den Mund. Das wäre nicht notwendig gewesen. Ciri war vor Furcht gelähmt. Aus der verkrampften, schmerzhaft trockenen Kehle kam kein Schrei. Selbst wenn sie hätte schreien wollen. Doch sie wollte nicht. Stille und Finsternis waren besser. Sicherer. Vertraut. Sie deckten ihr Entsetzen und ihre Scham zu. Kaylei band ihr langsam das Hemd auf. Langsam, mit sanften Bewegungen, schob er ihr den Stoff von den Schultern und zog das untere Ende des Hemdes über die Hüften hoch. Sei still, Kleine. Hab keine Angst. Du wirst sehen, wie angenehm das ist. Ciri erzitterte unter der Berührung der trockenen, harten und rauen Hand. Sie lag reglos da, angespannt und verkrampft, erfüllt von einer Furcht, die sie ohnmächtig machte, ihr den Willen nahm, und von quälendem Ekel, der ihre Schläfen und Wangen mit Hitzewellen überflutete. Kaylei schob ihr die linke Hand unter den Kopf, zog sie näher zu sich heran, versuchte dabei, die Hand wegzuschieben, mit der sie krampfhaft das untere Ende des Hemdes hielt, und vergeblich versuchte, es hinabzuziehen. Sie begann zu zittern. In der Dunkelheit ringsum spürte sie plötzlich eine Bewegung, nahm eine Erschütterung wahr, hörte das Geräusch eines Fußtritts. Au! Bist du verrückt geworden, Missle? Lass sie in Ruhe, du Schwein! Verzieh dich! Geh schlafen! Lass sie in Ruhe, hab ich gesagt. Beunruhige ich sie etwa oder was? Schreit sie oder versucht sie sich loszureißen? Ich will sie bloß sanft in den Schlaf bringen. Stör nicht. Verschwinde hier, sonst steche ich dich ab. Ich mein's ernst. Scher dich zu den Jungs, aber plötzlich. Du bist doch vollkommen bescheuert. Ciri fühlte, wie ihr Tränen über die Wangen rannen. Schnell, immer schneller, wie regsame Würmchen in die Haare über den Ohren krochen. Missle legte sich neben ihr hin, deckte sie sorgsam mit dem Pelz zu. Doch sie zog das aufgeschnürte Hemd nicht zurecht. Sie ließ es, wie es war. Ciri begann abermals zu zittern. Still, Falke. Es ist schon gut. Missle war warm. Sie roch nach Teer und Rauch. Ihre Hand war zwar kleiner als die Kayleis, feinfühliger, weicher. Doch auch diese Berührung bewirkte, dass Ciri sich abermals verkrampfte. Sie lähmte abermals den ganzen Körper vor Furcht und Widerwillen,
presste ihr die Kiefer und die Kehle zusammen. Missle schmiegte sich an sie, umfasste sie beschützend. Doch gleichzeitig bewegte sich ihre kleine Hand unablässig wie eine warme Schnecke. Ruhig, sicher, entschlossen, wohl vertraut mit Weg und Ziel. Ciri verkrampfte sich immer mehr, fühlte, wie sich die eiserne Zange von Ekel und Angst immer mehr zuzog. Sie fühlte, wie sie abwärts fiel. Tief, immer tiefer, in den warmen und nassen Tümpel von Resignation und machtloser Nachgiebigkeit. Einer widerwärtigen und demütigend angenehmen Nachgiebigkeit. Sie war verzweifelt. Missles Atem ging heiß an ihrem Hals. Die samtweichen und feuchten Lippen liebkosten die Schulter, das Schlüsselbein, glitten langsam tiefer. Vorsichtig schob Missle ihr einen Arm unter den Kopf. Du bist nicht mehr allein, Falkenjunges. Nicht mehr. Am Morgen stand Ciri in der Dämmerung auf. Sie glitt langsam und vorsichtig unter den Pelzen hervor, um Missle nicht zu wecken, die mit offenem Mund schlief und die Augen mit dem Unterarm bedeckt hatte. Auf dem Unterarm hatte sie Gänsehaut. Ciri wischte sich eine Träne von der Wange. Sie war nicht mehr allein. Die übrigen Ratten schliefen auch noch. Jemand schnarchte hörbar. Jemand furzte ebenso hörbar. Flamme lag da, den Arm quer über Giselhers Brust. Ihr üppiges Haar fiel wirr auseinander. Ciri lief zum Fluss. Sie wusch sich lange, zitterte dabei vor Kälte. Sie wusch sich mit heftigen Bewegungen, versuchte von sich abzuwaschen, was nicht mehr abzuwaschen war. Und dann saß sie einfach nur im Wasser, die Arme um die angezogenen Beine geschlungen. Weiter schrecklich zitternd. Über die Wangen rannen ihr Tränen. Wo sind Geralt und Yennefer? Wieso kommen sie nicht zu mir? Wieso finden sie mich nicht? Suchen Sie etwa gar nicht nach mir? Sie haben doch versprochen, immer für mich da zu sein. Wieso sind Sie es jetzt nicht? Jetzt, wo ich Sie so sehr brauche. Sie haben mich belogen.
nicht für mich da. Obwohl sie es versprochen haben. Sie haben mich allein gelassen. Sie verstand nicht, wie das alles passieren konnte. Verstand Geralt und Yennefer nicht. Sie war wütend auf sie. Aber gleichzeitig vermisste sie sie schrecklich. Sie hatten sie allein gelassen. Doch Ciri wollte nicht allein sein. Sie konnte nicht allein sein. Aber sie war nicht mehr allein. Die Ratten waren da. Doch ob das der richtige Weg war? Ciri bezweifelte es. Andererseits, was hatte sie für eine Wahl? Und außerdem, was spielte das jetzt noch für eine Rolle? Sie hatte alles verloren, was ihr lieb und teuer war. Schon wieder. Und so war sie wenigstens nicht allein. Ihre Gedanken flossen dahin wie der Fluss. In immer weiter liegende Ferne. Die Trauer, die Verzweiflung, die Wut übermannten sie. Falka. Das Wasser schäumte und rauschte über die Steine, floss fort in den Nebel. Alles floss fort in den Nebel. Alles. Ciri begann zu vergessen. Alles zu vergessen. Sich selbst zu vergessen. Und hörte auf zu existieren. Na los, mach mal inne! Verdammt, Kaylein, nun pack endlich deine Sachen! Wir wollen weiter! Hey! Seht mal, wer da kommt! Flamme deutete mit der Hand zum Fluss hin, hinter dem die Sonne aufging, und auf die langsam von dort her antrottende Falka. Das aschblonde, wortkarge Mädchen blieb mit verschränkten Armen vor der Gruppe stehen, das Körpergewicht auf den rechten Fuß verlagert, in einer Haltung, aus der heraus sie, wie keiner der Ratten wusste, im Bruchteil einer Sekunde angreifen konnte. Sie hatte den Kopf ein kleines Stück gesenkt, schaute die Ratten aber aufmerksam aus ihren großen, smaragdgrünen Augen an. Und sie schaute anders. Unerschrocken, provozierend, selbstbewusst. Ganz anders als gestern noch. Morgen, Falka! Gut geschlafen? Falkas Blick war eisern, unnachgiebig, wie der einer Statue. Missle ging auf sie zu und legte ihr eine Hand auf die Schulter. Da bist du ja. Das aschblonde Mädchen zuckte leicht,
atmete etwas schneller, aufgeregter, blieb aber sicher und ohne eine Miene zu verziehen stehen. Nun dann, Leute, vorwärts jetzt, wir reiten. Der Anführer der Ratten nahm im Sattel seines Pferdes Platz. Falker, dort sind deine Sachen. Dein Pferd, ein paar Decken und ein bisschen was für unterwegs. Und natürlich dein Schwert. Du hast dir alles ehrlich verdient. Das aschblonde Mädchen schaute zu der grauen Schimmelstute. Die Satteltaschen waren gefüllt, ihr Schwert daran gebunden. Wie gesagt, Falker, du kannst gehen, wohin du willst. Aber wenn du möchtest, kannst du auch bei uns bleiben. Du solltest bei uns bleiben, Falkenjunges. Du solltest nicht allein sein. Denn wer allein bleibt, der kommt um. Falker schaute jede einzelne Ratte kurz an. Dann ging sie wortlos zu der Schimmelstute, nahm das Schwert. Sie passte den Ledergurt der Scheide an und hing sie sich auf den Rücken. Die Ratten blickten sich irritiert an, nahmen es aber kommentarlos hin. Dann richtete das Mädchen den Sattel, passte die Höhe der Steigbügel an und schwang sich aufs Pferd. Heißt das ja? Falker, die aufrecht und sicher im Sattel saß, nickte. Sie waren Abschaum. Sie waren eine seltsame Ansammlung, erzeugt von Krieg, Unglück und Verachtung. Krieg, Unglück und Verachtung hatten sich vereint und sie an ein und dasselbe Ufer geworfen. Wie ein angeschwollener Fluss treibende, schwarze, an Steinen glatt geschliffene Holzstücke auswirft und an den Ufern ablagert. Kaylei war inmitten von Rauch, Brand und Blut in einem geplünderten Kastell zu Bewusstsein gekommen, wo er zwischen den Leichen seiner Pflegeeltern und Verwandten lag. Als er sich die mit Leichen übersäte Landstraße entlang schleppte, war er auf Reef gestoßen. Reef war Soldat bei der Strafexpedition, die Kaiser Emhyrvar Emrys zur Niederschlagung des Aufstandes in Ebbing ausgesandt hatte. Er war einer von denen, die das Kastell nach zweitägiger Belagerung erstürmt und geplündert hatten. Nachdem sie das Kastell erobert hatten, ließen die Kameraden Reef im Stich, obwohl Reef lebte. Doch Sorge für die Verwundeten gehörte nicht zu den Gewohnheiten der Schlagetote aus den Nilfgaarder Sondereinheiten. Anfangs hatte Kaylei Reef den Rest geben wollen. Doch Kaylei wollte nicht allein sein. Und wie Kaylei war Reef 18 Jahre alt. Gemeinsam leckten sie sich die Wunden. Gemeinsam ermordeten und beraubten sie einen Steuereintreiber. Gemeinsam besoffen sie sich in einer Herberge mit Bier. Und später, als sie auf Beutepferden durchs Dorf ritten, warfen sie gemeinsam mit dem Rest des geraubten Geldes um sich und lachten sich dabei scheckig. Gemeinsam flohen sie vor den Nisiren und den Nilfgaarder Patrouillen.
Giselher war aus der Armee desertiert. Wahrscheinlich war es die Armee des Herrschers von Geso, der mit den Aufständischen von Ebbing gemeinsame Sache machte. Wahrscheinlich. Giselher wusste nicht allzu genau, wohin ihn die Werber geholt hatten. Er war damals stockbetrunken gewesen. Als er nüchtern war und bei der Musterung die ersten Prügel vom Feldwebel bekam, verdrückte er sich. Zunächst trieb er sich allein herum. Doch als die Nilfgaarder die Konföderation der Aufständischen zerschlagen hatten, wimmelte es in den Wäldern von anderen Deserteuren und Flüchtlingen. Die Flüchtlinge bildeten rasch Banden. Giselher schloss sich einer davon an. Die Bande plünderte und brandschatzte Dörfer, überfiel Geleitzüge und Transporte, schmolz in wilder Flucht vor den Schwadronen der Nilfgaarder Reiterei zusammen. Als sie einmal wieder auf der Flucht war, stieß sie im Forst auf Waldelfen und fand den Tod. Einen unsichtbaren Tod, der sie von allen Seiten mit schwarz befiederten Pfeilen überschüttete. Einer der Pfeile durchschlug Giselhers Schulter und nagelte ihn an einen Baum. Wer gegen Morgen den Pfeil herauszog und die Wunde versorgte, war Enie Verdien. Giselher erfuhr nie, warum die Elfen Enie Verdien verstoßen, für welches Vergehen sie sie zum Tode verurteilt hatten. Denn für eine freie Elfe war die Einsamkeit in dem schmalen Streifen Niemandsland, der das freie ältere Volk von den Menschen trennte, ein Todesurteil. Eine auf sich allein gestellte Elfe muss umkommen, wenn sie keinen Gefährten findet. Enie Verdien fand einen Gefährten. Ihr Name, der frei übersetzt Kind des Feuers bedeutete, war für Giselher zu kompliziert und zu poetisch. Er nannte sie Flamme. Misle stammte aus einer reichen Adelsfamilie der Stadt Thurn in Nordmecht. Ihr Vater, Vasall von Fürst Rudiger, schloss sich der Armee der Aufständischen an, ließ sich schlagen und verschwand spurlos. Als die Einwohner von Thurn auf die Nachricht vom Anrücken der Strafexpedition der berühmten Pazifikatoren von Gemmeri hin aus der Stadt flohen, floh auch Misles Familie. Und Misle ging in der von Panik erfassten Menge verloren. Das herausgeputzte, feine Fräuleinchen, das seit frühester Jugend in der Sänfte getragen worden war, konnte mit den Flüchtlingen nicht Schritt halten. Nachdem sie 3 Tage lang einsam umhergeirrt war, fiel sie den Menschenfängern in die Hände, die den Nilfgaardern folgten. Mädchen unter 18 Jahren standen hoch im Kurs, wenn sie unberührt waren. Die Fänger vergriffen sich nicht an ihr, nachdem sie überprüft hatten, ob sie unberührt sei. Nach dieser Überprüfung schluchzte Misle die ganze Nacht hindurch. Im Tal des Flusses Welde wurde die Karawane der Fänger von einer Bande Nilfgaarder Marodeure zerschlagen und restlos niedergemetzelt. Alle Fänger und alle Gefangenen männlichen Geschlechts wurden erschlagen. Nur die Mädchen wurden verschont.
Die Mädchen wussten nicht, warum man sie verschonte. Sie sollten es bald erfahren. Missle war die einzige, die überlebte. Aus dem Straßengraben, in den man sie geworfen hatte, nackt, bedeckt von blauen Flecken, Unrat, Schmutz und getrocknetem Blut, zog Asse sie. Der Sohn eines Dorfschmieds, der die Nilfgaarder seit 3 Tagen verfolgte. Wahnsinnig vor Rachedurst für das, was die Marodeure seinem Vater, seiner Mutter und den Schwestern angetan hatten. Und was er mit ansehen musste, im Handfeld verborgen. Sie hatten sich alle eines Tages beim Lammers getroffen, beim Erntefest, in einem Dorf in Geso. Krieg und Not hatten damals das Land an der oberen Welde noch nicht übermäßig heimgesucht. Die Dörfler feierten, wie es Brauch war, mit lärmenden Spielen und Tänzen den Beginn des Erntings. Sie brauchten sich in der ausgelassenen Menge nicht allzu lange zu suchen. Zu viel unterschied sie von ihr. Zu viel hatten sie gemein. Es verband sie eine Vorliebe für auffällige, bunte, fantastische Kleidung. Für geraubtes Glitzerzeug. Für schöne Pferde. Für Schwerter, die sie nicht einmal beim Tanzen abgürteten. Es zeichneten sie Arroganz und Übermut aus. Selbstsicherheit, spöttische Streitsucht und Gewalttätigkeit. Und Verachtung. Sie waren Kinder der Zeit der Verachtung. Und nichts als Verachtung hatten sie für die anderen übrig. Für sie zählte nur die Kraft. Die Geschicklichkeit im Umgang mit der Waffe, die sie sich auf den Landstraßen rasch angeeignet hatten. Entschlossenheit. Ein schnelles Pferd und ein scharfes Schwert. Und Gefährten, Kumpel, Kameraden. Denn wer allein ist, muss umkommen. Vor Hunger, durch das Schwert, einen Pfeil, einen Bauernknüppel, den Strick, im Feuer. Wer allein ist, kommt um. Erstochen, erschlagen, totgetreten, geschändet. Als Spielzeug von Hand zu Hand gereicht. Sie hatten sich beim Erntefest getroffen. Der mürrische, schwarze, hochaufgeschossene Giselherr. Der hagere, langhaarige Kälei mit den bösen Augen und dem zu einer widerwärtigen Grimasse verzogenen Mund. Breiv, der noch immer mit Nilfgaarder Akzent sprach. Die hochgewachsene, langbeinige Missle mit dem kurzgeschnittenen, wie Stoppeln abstehenden, strohblonden Haar. Die großäugige und bunte Flamme, biegsam und fließend beim Tanz, schnell und mörderisch im Kampf, mit den schmalen Lippen und den kleinen Elfenzähnen. Der breitschultrige Asse mit dem hellen, sich kräuselnden Flaum am Kinn. Anführer wurde Giselher, und sie nannten sich die Ratten.
Jemand hatte sie irgendwann einmal so genannt. Und ihnen hatte es gefallen. Sie raubten und mordeten. Und ihre Grausamkeit wurde sprichwörtlich. Anfangs unterschätzten die Nilfgaarder Präfekten sie. Sie waren sich sicher, dass sie nach dem Beispiel anderer Banden bald den vereinten Aktionen der in Wut versetzten Bauernschaft zum Opfer fallen würden, dass sie sich gegenseitig umbringen und ausrotten würden, wenn die Menge der angesammelten Beute die Gier über die Bandensolidarität siegen lässt. Die Präfekten hatten recht, was andere Banden anging. Doch sie irrten sich in Bezug auf die Ratten. Denn die Ratten, die Kinder der Verachtung, verschmähten die Beute. Sie raubten und töteten zum Vergnügen. Und Pferde, Vieh, Getreide, Viehfutter, Salz, Teer und Tuch, die sie von Heerestransporten geraubt hatten, verteilten sie in den Dörfern. Hände voll Gold und Silber zahlten sie Schneidern und Handwerkern für das, was sie über alles liebten. Waffen, Kleidung und Schmuck. Die Beschenkten speisten und tränkten sie, boten ihnen Unterkunft und Versteck. Und selbst bis aufs Blut gepeinigt von Nilfgaardern und Nisiren, verrieten sie die Schlupfwinkel und Schleichpfade der Ratten nicht. Die Präfekten setzten eine hohe Belohnung aus. Und anfangs fanden sich Leute, die auf das Nilfgaarder Gold aus waren. Doch nachts gingen die Häuser der Denunzianten in Flammen auf. Und die aus dem Feuer Fliehenden fielen unter den aufblitzenden Klingen von gespenstischen Reitern, die im Rauche einherhuschten. Die Ratten griffen auf Rattenart an. Leise, heimtückisch, grausam. Die Ratten waren vernarrt ins Töten. Die Präfekten griffen zu den gegen andere Banden erprobten Mitteln. Mehrfach versuchten sie, einen Verräter unter die Ratten zu bringen. Es misslang. Die Ratten akzeptierten niemanden. Die geschlossene, verbrüderte Sechsergruppe, hervorgebracht von der Zeit der Verachtung, wollte keine Fremden. Sie verschmähte sie. Bis zu dem Tag, an dem die geschickte Akrobatin auftauchte. Das aschblonde, wortkarge Mädchen, von dem die Ratten nichts wussten. Außer, dass sie so war, wie sie selbst einst gewesen waren. Jeder von ihnen. Einsam und voller Trauer. Trauer um das, was ihr die Zeit der Verachtung genommen hatte. Und in Zeiten der Verachtung muss jemand, der allein ist, umkommen. Giselher, Kaylei, Reef, Flamme, Missle, Asse und Falka. Der Präfekt in Amarillo wunderte sich über alle Maßen, als ihm berichtet wurde, die Ratten trieben jetzt zu siebend ihr Unwesen. Er schaute den Soldaten ungläubig an.
7? 7 waren es, nicht 6? Bist du dir sicher? 7. So wahr ich leben will. Der Wunsch des einzigen Soldaten, der das Massaker überlebt hatte, war überaus angebracht. Der Kopf und das halbe Gesicht des Soldaten waren mit schmutzigen, blutdurchtränkten Binden umwickelt. Der Präfekt, der in so mancher Schlacht gewesen war, wusste, dass der Soldat einen Schwerthieb von oben abbekommen hatte. Mit der äußersten Spitze des Schwertes. Einen Hieb von links. Gezielt, präzise. Der Übung und Schnelligkeit erforderte. Auf das rechte Ohr und die Wange gerichtet. Eine Stelle, die weder von der Sturmhaube noch vom eisernen Kragen geschützt wurde. Erzähl! Wir sind am Ufer der Wälde in Richtung Thurn entlang gezogen. Es war befohlen, einen der Wagenzüge von Herrn Evertsen nach Süden zu eskortieren. Angegriffen haben sie uns an einer eingestürzten Brücke, wie wir den Fluss durchquert haben. Ein Wagen war festgefahren. Da hatten wir die Pferde von einem anderen angespannt, um ihn rauszuziehen. Der Rest vom Geleitzug ist weitergefahren. Ich bin mit 5 Mann und dem Intendanten zurückgeblieben. Und da sind sie über uns hergefallen. Der Intendant, ehe sie ihn umgebracht haben, konnte noch rufen, dass das die Ratten sind. Und dann hatten unsere Leute sie schon auf dem Halse. Und sie haben sie alle niedergemacht. Wie ich das gesehen habe... Als du das gesehen hast, hast du dem Pferd die Sporen gegeben. Aber zu spät, um deine Haut zu retten. Sie hat mich angefallen. Eben diese 7., die ich am Anfang nicht gesehen hatte. Ein Mädchen, fast ein Kind. Ich hab gedacht, die Ratten haben sie hinten gelassen, weil sie jung und unerfahren ist. Aus dem Schatten, in dem er saß, beugte sich der Besucher des Präfekten hervor. Es war ein Mädchen? Wie sah sie aus? Wie die alle. Angemalt und geschminkt wie eine Elfe. Bunt wie ein Papagei. Ausstaffiert mit Klunkern, in Samt und Brokat. Dazu eine Kappe mit Federn. Mit hellen Haaren? Ich glaube, Herr. Wie ich sie gesehen habe, bin ich mit dem Pferd auf sie losgeritten. Hab gedacht, wenigstens die erledige ich für die Kameraden. Blut um Blut. Bin sie von rechts angegangen, um kräftiger zuhauen zu können. Wie sie das gemacht hat, weiß ich nicht. Aber ich habe sie wohl verfehlt. Wie wenn ich auf ein Gespenst oder eine Erscheinung eingeschlagen hätte. Ich weiß nicht, wie diese Teufelin das gemacht hat. Obwohl ich mich gedeckt habe, hat sie mich durch die Deckung hindurch erwischt. Genau in die Fresse. Herr, ich bin bei Sodden dabei gewesen. Bei Aldersberg auch. Und jetzt habe ich von dem verfluchten Weibsbild ein Andenken fürs ganze Leben. Sei froh, dass du lebst. Und sei froh, dass man dich verwundet an der Furt gefunden hat. Du wirst jetzt als Held gelten. Wenn du dich ohne Kampf verdrückt hättest, mir ohne Andenken in der Fresse den Verlust der Fracht und der Pferde gemeldet hättest, hättest du sofort am Strick mit den Fersen klappern können. Na, marschier ab, ins Lazarett. Ihr seht selbst, verehrter Herr Untersuchungsführer, dass der Dienst hier nicht leicht ist, dass es keine Ruhe gibt, dass ich alle Hände voll zu tun habe. Ihr dort in der Hauptstadt glaubt, dass wir in den Provinzen Maulaffen feilhalten, Bier saufen, Mädels bumsen und Schmiergelder nehmen.
Daran, mehr Leute oder mehr Geld zu schicken, denkt niemand. Nur Befehle werden geschickt. Gib, mach, finde, bringe alle auf die Beine, rotier von früh bis spät. Aber hier platzt uns vor eigenen Sorgen der Kopf. 5 oder 6 solche Banden wie die Ratten treiben hier ihr Unwesen. Gewiss, die Ratten sind die schlimmsten. Aber es vergeht kein Tag... Genug, genug. Ich weiß, wozu dieses euer Barmen dienen soll, Herr Präfekt. Aber ihr barmt vergebens. Von den erteilten Befehlen wird euch niemand befreien. Damit rechnet nicht. Ratten oder nicht, Banditen oder nicht, ihr habt die Suche fortzusetzen. Mit allen verfügbaren Mitteln. Bis die Suche beendet wird. So lautet der Befehl des Kaisers. Wir suchen sie seit 3 Wochen. Übrigens ohne besonders gut zu wissen, wen oder was wir suchen. Ein Gespenst, einen Geist oder eine Nadel im Heuhaufen. Und was kommt dabei heraus? Nur, dass mir ein paar Leute spurlos verschwunden sind. Sicherlich von Aufständischen oder Briganten umgebracht. Ich sage euch nochmals, Herr Untersuchungsführer. Wenn wir dieses euer Mädel bisher nicht gefunden haben, dann finden wir sie nicht mehr. Wenn es sie überhaupt gegeben hat, was ich bezweifle. Es sei denn... Dieses Mädchen... Diese Siebte, die mit den Ratten reitet... Nein, Herr Präfekt. Sucht keine allzu leichten Lösungen. Eine aufgedonnerte Halbelfe oder eine Banditin in Brokat ist mit Sicherheit nicht das Mädchen, um das es geht. Es ist mit Sicherheit nicht diese. Setzt die Suche fort. Das ist ein Befehl. Und mit dieser Bande, mit diesen Ratten oder wie sie heißen... Mit denen räumt auf, Herr Präfekt. In den Provinzen muss Ordnung einkehren. Macht euch an die Arbeit. Fangen und aufhängen, ohne drumherum und ohne zu fackeln. Alle. Leicht gesagt. Aber ich tue, was in meiner Macht steht. Dessen könnt ihr den Kaiser versichern. Trotzdem denke ich, dass es sich lohnen könnte, dieses siebte Mädchen von den Ratten lebendig... Nein. Der Untersuchungsbeamte Kaiser Emhyrs, Stefan Skellen, genannt der Uhu, winkte ab. Bemüht, seine Geste und seine Miene überzeugend aussehen zu lassen und wohlbedacht, dass ihn seine Stimme nicht verriet. Keinerlei Ausnahmen. Alle aufhängen. Alle 7. Wir wollen nichts mehr von ihnen hören. Wir wollen kein Wort mehr davon hören.